Herzlich willkommen. Soll ich weiß gar nicht, rede ich jetzt mit Mendel oder soll ich einfach anmoderieren? Keine Ahnung. Ich moderiere an, weil das ist das, was ich gelernt habe. Jan Gustafsson und ich sind hier, um gemeinsam mit Bonjour und Freunden Among Us zu spielen. Und es ist zu dieser außergewöhnlichen Konstellation gekommen. Alle Welt ist natürlich gespannt, wie der Intriganz-Champion, das bin ich. Du bist der Intriganz-Champion. Und der Schachgroßmeister, diese Skills auf Among Us anwenden können. Wie ist dein Verhältnis zu diesem Spiel? Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Spiel. Ich bin ein grundehrlicher Typ. Also ich hoffe, ich muss nicht lügen. Ich werde einfach immer bei der Wahrheit bleiben und hoffe für alle Beteiligten das Beste. Sensationell. Das ist schon mal so ein guter Anfang, Jan. Weil du natürlich direkt mit einer Lüge einsteigst. Und ich mag das, weil du bist ja auch, was viele nicht wissen, semi-Profi, kann man eigentlich professioneller Pokerspieler gewesen. Die Zeiten sind vorbei. Aber ja, ich kenne mich absolut nicht aus mit diesem Spiel. Und ich finde es auch sehr unfair, dass so die Matthäus dieser Welt steht, glaube ich, seit Wochen 16 Uhr auf, lernt dann 3 Stunden Among Us Strategy, streamt dann 6 Stunden. Ich spiele es zum ersten Mal. Also sind unfaire Bedingungen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das laufen soll. Ich bin sehr gespannt. Glaubst du, dass deine Schachskills, das vorausschauende Denken, sage ich mal, in irgendeiner Weise dir helfen kann? Nee, eigentlich nicht. Glaube ich auch nicht. Ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen, ich wollte dir was hinwerfen, um es dir wieder wegzunehmen. Ja, hallo, Bonjour. Also, hallo? Hi, hallo, hallo. Hier sind Jan und Ede. Hallo. Hallo. Hi, schön, dass ihr auch da seid. Ganz kurz, bevor wir reden, du musst mir noch den Code schicken auf Twitter. Oh. Also als DM. Oder Jan im Discord. Eins von beiden. Oh mein Gott. Oh Gott. Also erstmal wäre es richtig gut, wenn ihr eure Boxen im Studio ein bisschen leiser macht, weil wir hören uns komplett doppelt. Ja, warte, ich stehe auf und mach das gerade. Ich mach das. Geil, Mann. Danke dir. Hilfe. So, und besser? Ist es besser, ist es richtig geil jetzt so? Ja, jetzt ist richtig geil. Ist perfekt im Prinzip. Geil. Okay. Ja, das mit dem Code, das machen wir eigentlich immer so, dass wir bei uns in dem Discord rumschicken. Da ist extra ein Channel dafür. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch im Setup ist. Da könnt ihr nicht reingucken direkt, ne? Ich versuche den gerade hier auf meinem Telefon zu joinen. Problem ist, dass ich ich kann es gerade nicht, weil ich habe Discord nicht auf dem Handy. Ich habe das nur auf meinem Laptop und den habe ich nicht dabei. Ja, aber kannst du mir nicht einfach den Code per DM schicken? Ja, das kann ich machen, aber da muss ich ihn erstmal selber erfahren, weil den Code bekommen wir von da. Wir machen, ist immer maximal kompliziert, damit alles schiefgehen kann, was schiefgehen will. Schön drin. Okay, so. Ich wollte an der Stelle nur sagen, dass ich unschuldig bin, schon mal. Das macht dich aber verdächtig, Eddie. Hä? Hast du schon mal gespielt? Ich habe das schon mal gespielt, ja. Okay, also das bedeutet, wir haben keine Komplettanfänger in dieser Runde. Doch, ist das Jan, korrekt? Jan hat es noch nie gespielt. Ich werde meinen überragenden Intellekt einsetzen, um das zu kompensieren. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Ding ist, Jan wird wahrscheinlich in den ersten 10 Sekunden mehr verstehen, als ich jetzt gerade verstehe. Nee, also ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit viel Zeit mit Jan verbracht und er ist nicht so schlau, wie das Schach ihn dastehen lässt. Ich habe gestern Nacht. Da muss man rausschneiden. Ich habe gestern Nacht einen Talk gesehen mit. Es war im Fernsehen, da war Jan, der war von 2009. Mhm. War er noch jung? Da warst du noch. Jan, wie alt bist du eigentlich, Jan? Ich bin jetzt 27. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich glaube dem heute Abend nichts. Ich glaube dem heute Abend einfach nichts. Der ist schon im Lügenmodus. So. Der redet seit einer halben Stunde, sagt er nur noch gelogene Sachen. Ja. Okay, wir machen es mal so. Ich schicke dir jetzt erstmal den Code auf Twitter von mir aus. Ja. Und dann gehen wir erstmal in eine Lobby und dann starten wir erstmal ganz entspannt. Mhm. So, ihr kennt euch aber alle, oder? Also jeder weiß mehr oder weniger, wer der andere ist. Oder soll ich ein paar Leute. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wer alles dabei ist. Ich auch nicht. Ich werde gleich nochmal alle vorstellen, so richtig peinlich. Und dann. Ja, geil. Müssen wir so eine Vorstellungsrunde machen? Kannst du noch so 90er Musik anmachen? Geht auf Twitch leider nicht, aber. So, warte mal. Ich glaube, der Code ist richtig. Ich sehe dich seit 10 Minuten tippen, da sind nur 5 Buchstaben. Ja, ich unterhalte mich hier gerade mit dir jetzt gleichzeitig. Ich habe nicht. Okay, so, wo der Code ist raus. Du gehst auf online. Also, genau. Und an der Seite in der Ecke, müsst ihr EU auswählen als Server. Ist vielleicht default schon ausgewählt.
Nee. Europe. Nee, NA steht hier. Ist Standard, oder? Ach so, soll ich am besten meinen, ich mache am besten meinen Namen, wie er auch im Discord steht. Kannst du den Code nochmal zeigen? Ja, das wäre gut. Das wär und eine Sache, gut, ja. Die wichtig ist. Wo ist der Code nochmal? Soll ich ihn sagen? Eine Sache, die wichtig ist, verdeckt bitte irgendwie den Code, wenn ihr in der Lobby seid, nicht, dass dann der im Stream zu sehen ist, weil sonst müssen wir eine neue Lobby aufmachen. You disconnected from the server. Disconnected. Ja, ganz normal, einfach nochmal versuchen. Okay. Immer wieder. Ja, einfach öfter probieren, das ist kein Problem. Wo ist der Code? Wo hast du den jetzt nochmal geschrieben? Ihr habt so viele Kanäle im Discord. Ganz so oben unter Bonjour, unter der Kategorie, gibt es einen Among Us-Channel. Genau, das könnte sein, dass du noch freigeschaltet hast. Ah, ich sehe es. Dankeschön. Okay. So, das sieht gut aus. So, während wir alle versuchen zu connecten. Nee, doch. Among Us Matchmaker ist full. Ja, weiter versuchen. Okay. Immer wieder. Es kann auch immer nur einer gleichzeitig in die Lobby kommen. So. Ja, ich bin da. Warum habe ich so einen kleinen Typen auf dem Kopf? Ist das ein Bug? Du bist schon drin. Ah, jetzt bin ich auch drin. Sehr gut. Ja, du kannst hier am Computer kannst du dich customizen übrigens. Das ist wichtig. Oh, das ist gut. Das ist ja, okay, wichtig. Ich bin auch schon drin. Ich habe eine Klopapierrolle. Warum ist Eddie in Caps Lock geschrieben? Was soll das? Französisch. Ah, natürlich. Da fehlt aber der Accent aigu, Accent grave. Keine Ahnung. Ja, das merkt man. Ja. So, also, ich stelle mal einmal ganz kurz alle so kurz vor. Also, Eddie ist, der hat früher Videospiele im Fernsehen moderiert, den kennt ihr bestimmt. Dann ist Jan dabei, der macht dasselbe nur mit Schach. Dann ist Lara dabei, die hat mal gesungen im Fernsehen. Mao ist dabei, die macht auf Twitch Streams. Turi ist dabei. Wie, natürlich Turi, sonst ich keiner. Ich wollte gerade sagen. Turi, du bist ja auch da, geil. Sag mal ja, hallo. Hallo, ich habe genau, vorhin schon dreimal hallo gesagt, glaube ich. Hallo, echt? Ich bin Turi, ja. Ich habe ja. Das nicht gehört. Habt ihr Turi gehört? Ja, ja. Ich hallo gesagt. Ja, tatsächlich, was? Ja. Das tut mir leid, ich hatte sie vielleicht gemutet. Ja, das ist das automatische ja. Ausblenden, glaube ich, von genau, Gegnern. Turi streamt auch auf Twitch. Matteo muss man nicht kennen. So, Leon ist dabei, den kennt ihr bestimmt von Bonjour. Dalu ist dabei. Der ist eigentlich der Experte. Also, wenn ich euch vor einer Person warnen kann. Och, mach doch nicht den. Atocha. Ja, Dalu. Ja, aber ich will die nicht ins offene Messer reinrennen lassen. Es ist leider so. Also, wenn einer stirbt, dann ist es wahrscheinlich Dalu gewesen. Und dann haben wir noch natürlich Max dabei, Funkster, hier unten. Royal Funk, auch ein sehr, sehr bekannter Streamer in Deutschland. Mein Lieblingsstream, aber ich sag's nicht laut, weil sonst. Guck mal, Funk, ich hab dir den Anzug geklaut. Ist das bei dir auch so? Oh, schön, ja. Hier, guck. Jetzt. Ja. So, und dann natürlich, sorry, ich bin noch nicht fertig, dann natürlich Wirt, auch bekannt von RBTV. Aber streamt halt auch selbst, ne? Ich stream halt selbst, ja. Geil. Habe ich jetzt einen vergessen? Das wäre schlecht. Cool. Nein, was macht dieser Matteo? Weiß nicht. Einfach vertrauen und hören, was er sagt. Okay. So, okay, ich switch jetzt mal in das Spiel rein. Ich hoffe, es explodiert jetzt nicht alles. Und wir sehen nicht den Code. Ich muss mal ganz kurz die Technik fragen, Sekunde. Also, wir haben da ja schon eine Grafik drüber gelegt, weil wir halt sehr professionell hier arbeiten. Genau. Okay. Ja, okay, ich merke schon. Ich werde euch alle umbringen. Eine Runde, ja. Schwieriges Problem. Okay, super. Wir sind alle in der Lobby. Wir sollten relativ zeitnah starten, damit die Lobby nicht abgebrochen wird. Ja, let's go. Ich würde jetzt mal. Ja, nee, warte, bevor wir let's go sagen. Erstmal ganz kurz Dalu fragen, was die Settings ach so, sind. Besonders. Okay. Genau, und ganz kurz davor: die eine Person, die eine sehr laute Tastatur hat, vielleicht muten. Ich habe gerade sehr laute Tastengeräusche gehört. Mhm. Genau das. Wer war das? Jan. Okay, gut. Naja, muten ist schwierig. Während du spielst, bist du ja eh gemutet. Und ja. Im Talk benutzt die Tastatur ja nicht, deswegen geht das ja. Mhm. Ich versuche leise zu drücken. Spielt ihr alle mit Tastatur oder spielt ihr nur mit Maus? Ich spiele mit Tastatur. Ich mit Lenkrad. Beides. Lenkrad muss sein. Tanzmatte. So, Dalu, sag uns mal bitte ganz kurz die Settings, damit die Leute wissen. Wir können das auch gerne wieder noch ändern. Also wir spielen jetzt standardmäßig mit Crew Vision ist wesentlich geringer als Imposter Vision, also halbe Vision vom Standard auf 0,5 und Eject sind off. Also wenn jemand rausgevotet wird, sieht man nicht, welche Rolle er hat. Das sind so die Standardsachen gerade. Schön. Moment. Ja, genau. Wenn der unschuldig ist, wissen wir nicht, ob der unschuldig ist. Richtig. Genau, richtig. Ja. Richtig.
Das ist die Erwachsenenspielweise, das heißt, man weiß nicht die Konsequenzen von seinen Entscheidungen erstmal. Das heißt, wenn Matteo sagt, er war sich noch nie so sicher, hört nicht auf ihn. Aber Moment, wenn wir den Imposter rausvoten, dann wird's angezeigt, weil dann ist er gewonnen. Nein, nein. Nur wenn wir dann die zweiten auch noch rausvoten. Es gibt zwei? Du weißt jetzt ganz, ja. Vielleicht gibt es zwei, ja. Das sind Leute. Ja, es gibt zwei auf jeden Fall. Es gibt zwei auf jeden Fall, ja. Oh mein Gott. Okay, dann nochmal ganz kurz die Basic, oder Dalu, das waren die Regeln, die wichtig sind. Das waren die Standardregeln. Also was vielleicht noch wichtig ist für taktisches Spiele, der Emergency-Cooldown ist geringer als der Kill-Cooldown, nur falls das irgendwem wichtig ist. Das verstehen wir dann in 8 oder 10 Sekunden. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Okay. Genau. Also, nur ganz wichtig, wenn ihr tot seid, bitte weiterspielen, weil man kann immer noch gewinnen, weil man die Task ja zu Ende machen kann. Und wenn ihr Imposter seid, dann gesteht am besten direkt. Okay, dann lasst uns einfach direkt loslegen und wenn Fragen sind, können wir die mittendrin noch klären, weil ich habe Angst, dass die Lobby hier gerade beendet wird. Lass einfach direkt loslegen. Kurze Frage, was hast du eben gesagt, Adokat? Was war jetzt kürzer, länger? Der Emergency Cooldown, also Kill Cooldown ist länger als Emergency am Anfang der Runde. Ah, okay. Dass da am Anfang steht, dass ich Crewmate bin, ist normal, oder? Du darfst nicht reden. Aber echt. Ich hab nicht geguckt. Ich hab wirklich nicht geguckt. Okay. Aber ich bin sowas. Also ich rede jetzt auch gar nicht mehr, ne? Keiner redet. Gut. Kein Problem. Okay, es ist jemand tot. Ein Double Kill. Zwei. Okay. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich habe Funk in Electrical gefunden. Okay, ich darf sagen, ich habe Sayu eben noch gesehen, wie sie von Electrical, sondern bei dem zweiten Oxygen rechts nach unten gegangen ist, mir entgegengekommen ist und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Sie ist tot. Darf ich eine dumme Frage stellen? Kann der Imposter den anderen Imposter umbringen? Nein. Nein. Ede ist es. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Ede jetzt sehr gut schauspielert und so Fragen stellt, so, weißt du, er ist Imposter, aber tut so, als wenn er es nicht wüsste oder sowas. Weiß nicht. Okay, ich hab eine Frage an Jan, war es, glaube ich. Jan, du warst ja mit mir in dem Raum mit dem großen Tisch. Ich war in diesem Admin-Raum, hab da die Karte sowas von durchgeswiped. Das habe ich gesehen. Wo bist denn du danach hingegangen? Danach ging der Alarm los und dann war ich hier im Gang. Da ist hier großes Gruppengetummel. Da waren 4 Leute gleichzeitig. Und wurde reported. Also, ich kann für mich Jan ausschließen. Ich war zuerst oben in der Cafeteria, habe den Download gemacht und bin dann runter direkt in Admin. Habe dort Wires und den Upload und die Karte gemacht. Und Jan war die ganze Zeit bei mir bis zum Ende vom Alarm. Am Ende war Dalukat, glaube ich, dabei. Ja, aber ansonsten habe ich niemanden gesehen, glaube ich. Also ich habe nur Etienne gesehen. Richtung Reaktor, weiß, aber ich glaube, er ist von unten gekommen, also Richtung Electrical. Ich bin mir nicht sicher. Also da, wo du die Leiche gefunden hast, oder was? Okay, aber eine Sache, die wichtig ist, ich habe jetzt auch keinen Hinweis oder so, aber es war ein schneller Doppelmord. Ich gehe von aus, dass es zwei Leute sind, die schon länger spielen. Das klingt nach Profis. Nee, das klingt nach einem falschen. Nee, das glaube ich nicht. Die sind zu weit auseinander, glaube ich, die Leichen, weil ich glaube, die Leiche von Wo war denn die zweite? Ich glaube, die zweite ist bei dem Benzinkanister in der Richtung. Elektrik und Benzinkanister sind noch in der Nähe. 7. Die kam jetzt also. Skippen. Ja, aber wie hat meinte er, als die eben gerade vor 10 Sekunden noch gesehen? Ja. Na gut, bis gleich. Ihr seid alle verdächtig. Vertrauenswürdige Crew bislang. So. Was machen wir jetzt hier? Achso, das ist der. Was?
Ich habe Etienne gefunden. Und zwar liegt er im Navigation Raum. Und, ja. Ich bin da gerade hingegangen und wollte gerade die Figuren ziehen. Und, also das Raumschiff ziehen. Und plötzlich liegt da seine Leiche. Okay. Ich war gerade bei Electrical, hab da meine Task gemacht mit Matteo. Dalukat war am Ende auch noch drin. Und dann ist Dalu nach oben Richtung Admin und ich bin nach rechts Richtung Communication. Ich war davor am Reaktor und hab den Alarm ausgemacht mit Turi, glaube ich, oder? Mhm. Genau. Ja. Und danach Turi, bin ich. Dalu und ich waren, glaube ich, da. Aber ihr kamt später. Genau, wir kamen später dazu. Ich war mit Turi alleine in einem Raum. Ich wurde nicht getötet. Danach wurde es dunkel. Genau. Und ich habe Turi nicht mehr gesehen. Bin dann hier zum Tasks machen gegangen. Lara, wo? Richtung Schilde gegangen und dann Richtung Navigation. Ich habe aber nur Lara gesehen, glaube ich. Die kam von Schilde. Also bist du potenziell in der Nähe von Edes Leiche gewesen, bevor ich hingegangen bin? Also ich glaube, Blau lügt. Wirt, sag bitte noch mal ganz genau, wo du gefunden hast. Und Navigation Raum. Also ich bin erstmal hier Richtung Reaktorraum gegangen, bin dann hier oben bei der Cafeteria, bei dem Medical Bay vorbeigegangen, hab gesehen, wurde deaktiviert. Okay, ich gehe nach rechts, ich muss wieder zurück zur Navigation, weil ich dann noch meine Task machen muss. Und dann lag da der Ede. Ich glaube aber, die Lüge war in der ersten Runde. Es wurde nicht von einem Double Kill ausgegangen, weil Wirt gesagt hat, die Leiche lag wahrscheinlich, glaube ich, wo die Leiche liegt. Du siehst doch sofort, dass da zwei Leichen angezeigt werden, wenn du ankommst. Wenn du reportest nicht, aber sobald die Anzeige kommt, stehen doch zwei X auf den Namen. Also ist doch klar, dass ein Double Kill ist, oder? Na, aber es war ja in der ersten Runde kein Double Kill. Einer lag in Electric und du hast gesagt, der andere lag woanders. Ja, weil ich es vermute habe, weil die Person mit 10 Sekunden vorher noch über den Weg gelaufen ist. Also ich denke, wir sollten skippen. Ist nicht dein Ernst! Jan hat gemordet! Ich wurde hier nur an Tonlage. Ist halt kein Schach. Wenn er das sagt, dann er hat dich gelesen, glaube ich. So sieht's mal aus. So, wem kann man denn? Ich habe das Gefühl, wir sollten ein Meeting abhalten. Einfach nur, um mal zu gucken, wer noch lebt. Was? Was jetzt los? Ja, ich finde, das ist nicht. Das können wir mal machen. Ich wollte gucken, ob es wen erwischt hat. Aber jetzt hast du einen. Ja, gut. Hast du verschwendet dadurch jetzt einen oder hast du immer noch? Ja, meinen habe ich. Jeder nicht hat mehr. Nur einen. Jeder hat nur einen. Du hast deinen verschwendet. Button. Ja, ich habe meinen verschwendet, aber ich hätte ja auch eine Leiche jetzt hier aufdecken können. Ja, ist schon nicht so übel, weil wenn jetzt einer tot gewesen wäre, aber. Dann hätte ich zum Beispiel Leon ausschließen können wieder. Aber du hast jetzt zum Beispiel, weil ihr beide zusammen rumlauft schon wieder, oder was? Ja, Leon und ich haben den Reaktor ausgemacht. Ja, genau. Ja, das ist aber kein... Nee, ich bin mit Leon gegangen und Leon hätte mich da auch umbringen können zu dem Zeitpunkt. Ja, ich habe ein bisschen mehr Angst vor dir gehabt als vor mir vermutlich, aber ist okay. Okay. Ich wollte nur mal gucken. Es hätte ja sein können, dass irgendwer... Wann wäre zusammen unterwegs? Also ich war einmal wieder mit Turi alleine, ist nichts passiert. Dann war ich mit Matteo bei dem einen Task, der hat mir auch nichts getan. Ich habe eine Regelfrage. Ich bin gerade bei irgendwie Blätter auslernen oder so. Sehen das die anderen und dadurch werde ich dann noch unschuldiger? Kann man sich damit irgendwie outen? Nein, das ist ausgestellt. Alles klar. Man sieht das nicht, aber okay. Gute Frage. Also okay. ich bin die meiste Zeit... Unschuldiger? Jan, hör mal das Mike aufs linke Ohr. Also was macht Lara denn so? Ich bin gerade solo umgelaufen. Ohr. Ich war erst in Electrical und dann bin ich nach ganz rechts gelaufen. Und ich glaube, Matteo und noch irgendjemand kam mir entgegen. Ich weiß nicht, wie die andere Person war. Ich habe Lara in Electrical gesehen, als wir uns kurz gesplittet hatten beim Reaktor-Meltdown. Genau.
Also ich habe nur Jan gesehen und Turi. Ich war bei den Schilden und dann am Cockpit, habe beide gesehen und dann beim Alarm bin ich rübergelaufen. Hm. Lara habe ich dich gesehen? Ich habe dich nicht gesehen, oder? Lara habe ich noch gar nicht gesehen. Wo willst du mich Lara habe ich noch nicht gesehen. Wer, welche Farbe hat Lara? Oh, okay. Hellblau. Türkis. So hellblau. Okay. Okay, also jetzt ist das nimmt Überhand, wir wissen's. Schon mal nicht gerafft, dieses Spiel. What the fuck? Was? Was? Was ist jetzt passiert? Wow. Was ist passiert? Also, ja. Haben wir alle viele Tests? Morde begangen. Ich hab's gesehen. Wow. Die Imposter haben gewonnen. Ja. Es gab, glaube ich, so viele. Wie haben wir jetzt gewonnen am Ende? Ja, die Morden? Also, ja, ihr standet 2-2 am Ende. Ja, aber Lara, sehr gut gespielt. Wir haben uns auch so ein bisschen. Ich habe dich so leicht belastet, damit es so wirkt, als wenn wir gegeneinander sind. Also, ich habe jetzt confirmed, wird was nicht übrigens. Ja, entschuldige an Wirt. Die Arme. Bist du nach dem Emergency-Meeting stehen geblieben, hast die Karte gestartet, damit du hier was sabotieren konntest, weil das war schon sehr verdächtig. Ich dachte so, alle gehen zur Arbeit, nur Lara bleibt in der Mitte stehen. Nee, ich habe sabotiert direkt am Anfang. Du hast sabotiert, weil ich dachte so, ja, Lara sucht da wahrscheinlich sich noch das Beste raus, was sie sabotieren kann. Nee, am Anfang bleibt man ja oft stehen, um zu gucken, welche Tasks man machen will. Das machst du, während du läufst. Wenn du Pro-Gamer bist. Ja, aber somit 1-0 für Lara und für mich. Ich würde sagen, der Abend geht Moment, ist langsam mal zu Ende. Ja, was? Ja, natürlich. Natürlich. Okay. So, okay. Ich habe eine Frage. Kann der Imposter die Geister sehen? Nein. Geister kann niemand sehen. Geister können sich nur gegenseitig sehen. Ah, ja, okay. Nur Geister können andere Geister sehen, genau. Ja, genau. Geister können übrigens auch im Chat schreiben, falls man... Es ist wie in der echten Welt quasi. Ja, genau. Mhm. Genau wie in der echten Welt. Okay. Mhm. Weil ich habe Lara nach meinem Tod wirklich versucht zu haunten und die ganze Zeit zu verfolgen in der Hoffnung, sie kirre zu machen, aber dann hat sie das gar nicht mitgekriegt. Ja. Nee, das war dann. Ja, mein Geist war echt sauer, aber okay, na gut. Ja. Nee, als Geist kannst du es den anderen am schwersten machen, wenn du wirklich die Task schnell abarbeitest, weil dann könnt ihr noch gewinnen. Ja, okay. Ja. Das Schlimmste für mich war wirklich, ich habe gesehen, wie die Türen bei mir zugehen. Ich wusste, okay, Matteo kommt jetzt und dreht mir den Hals um. Ja. Ja, mal gesehen. Okay, schön. Einer fehlt. Und wie lange Matteo da stand und einfach gewartet hat auf sein nächstes Opfer, ey. Eine Spinne. Gleiche Map oder was? Yes. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal eine Map lange spielen, damit die Leute wissen, wo die Räume sind, wenn man die Task macht. Ich muss mich umziehen. So. Okay, von mir aus können wir machen. Ja, let's go. Keine Ahnung. Also ich finde es bisher sehr gut. Wir können genauso weitermachen eigentlich. Es ist immer unangenehm, alleine rumzulaufen. Was? Oh.
Was ist da los? Das ging richtig fix. Also im Navigation-Raum habe ich die Leiche von Ede gesehen und direkt da war Jan. Aber mir ist noch Leon entgegengelaufen. Und das Problem ist, das Licht war so dunkel, ich habe erstmal eine Weile gesucht, bis ich ihn gesehen habe, weil ich habe die ganze Zeit nochmal ganz kurz gesehen. In Navigation wurde gefunden, die Leiche. Kurz vor Navigation, also in diesem kurzen Gang. Wer ist denn alles nach rechts gegangen? Ich war in dem Raum drin. Aber ich habe da gar nichts gesehen, ich habe die ganze Zeit die Aufgabe gemacht. Also ich hatte das gleiche Problem wie Wirt. Ich bin gerade nach oben gekommen, weil ich bin nach unten Richtung Shields gegangen, kam dann nach oben und ich habe das aufblitzen sehen, aber nicht die Leiche gesehen. Genau. Also Leon, ist das Erste, was du gemacht hast, Shields? Deine erste Mission ist die, die am weitesten weg von der Mitte ist? Nee, ich bin erstmal oben bei Weapons gewesen, habe den Upload gemacht und dann bin ich runter Richtung Shields, weil ich hatte nichts in Navigation. Ich muss aber sagen, ich gehe auch am Anfang irgendwo hin. Ich bin jetzt auch direkt ins Cockpit gegangen. Also Max deckt Leon, die beiden sind es wahrscheinlich. Ja, und dann sehr richtig. Jan war direkt an der Leiche. Trinity sehr gut ermittelt. Ich bin orientierungslos. Ich bin erstmal Etienne gefolgt. Da habe ich gesehen, da gab es keine Task da unten. Dann bin ich da nach oben rechts gelaufen. Da kam mir gerade irgendjemand entgegen. Du hast keine Task gesehen, weil du der Mörder bist. Nee, weil ich dumm bin. Ich bin. Nein, spiel jetzt nicht die Karte aus. Ich weiß, du bist ein sehr, sehr kluger Mann. Wer stand in dem Elektro drin? Das ist für den. Also, das ist zwar egal, weil wir ja eh nur einen Toten haben. Ich stand in Electrical drin und hab gesehen, wie Turi das Licht wieder anmacht. Also, ich würde sagen, Turi war es auf keinen Fall. Sie hat davor auch eine Task gemacht. Ah, du deckst sagen, Turi, also du und Turi. Nee, aber ich bin. Turi und Matteo habe ich aber auch gesehen im Electrical. Ja, wir waren halt wirklich sehr weit weg von da, wo der Mord geschehen ist. Aber okay. Aber eine Sache, die wichtig ist. Es wurde direkt das Licht ausgemacht und schneller Mord begangen. Das spricht für jemanden, der schon Erfahrungen hat. Also ich würde jetzt Matteo, wir haben jetzt zwei. Das selber hast du letztes Mal auch gesagt. Ja, das hast du letztes Mal gesagt. Ich lag also Matteo. Halt, stopp. Matteo ist es. Matteo? Nee, ihr votet doch jetzt nicht für mich, oder was? Ja, ich hab Matteo gewotet. Mach doch mal eine Seance oder so. Frag die Geister. Ja, das kann Donnie gut. Oh, Matteo war es nicht. Was? Lol. Ich hab mich gerade gesehen beim Reaktor, ne? Ich wollte eigentlich auch gerade fixen kommen. Und dann bin ich zum Security rein und Lara kam mir entgegen und da lag Matteo. An der Kamera direkt. Aber Turi, kannst du mir sagen, was du, seitdem wir im Lager aneinander vorbeigelaufen sind, gemacht hast? Ich hab Electrical gemacht oben und bin dann zum Reaktor gelaufen. Das kann ich confirmen. Ich hab Turi unten beim Electrical gesehen. Ich war halt im Lager mit Turi und Turi ist nach links gegangen und ich bin nach oben gegangen und ich war viel früher am Reaktor als Turi. Die muss noch einen Abstecher gemacht haben. Ja, weil ich bei Electrical war. Ich verstehe, Abstecher. Ach so. Lara? Ja, ich habe gerade die Aufgabe gemacht und wollte dann nach links laufen, um den Alarm auszuschalten. Aber welche ich habe nichts gesehen bei mir im Raum. Welche Aufgabe denn? Na, die in dem. Ich weiß nicht, wie der Raum heißt. Wie heißt der Raum? Was war denn die Aufgabe? Die Tätigkeit. Was muss man da machen? Okay. Reicht mir. Für mich hat die eindeutig jetzt. Die Aufgabe war halt umbringen, ja. Oh Mann, ich kenne die Aufgaben noch nicht alle so lange spielen. Ja, und mit dem Security gibt's glaube ich auch gar keine Aufgaben. Lara, du kannst auch für dich warten. Wires sind dafür. Ja, aber. Ja, aber nicht direkt bei ja. Dings. Schön. Oh Mann. Du kannst auch noch was voten, dann ist es direkt vorbei. Markier mal deinen Partner. Ja. Ja, genau. Ja, schön. Tschüss.
Also wenn ich als Geist zumindest sagen kann, da Lara mich ja im ersten Match umgebracht hat, trifft sie so oder so nicht den Falschen. Als Geist kann ich doch was sagen. Das wird doch eh keiner außer mir, oder? Oh, dieses dumme Spiel. Ja. Ein Minispiel habe ich noch nicht ein einziges Mal geschafft. Das check hier. Leon hat. Ich habe. LOL. Wie bitte? Ich bin gerade in Electrical rein nach oben. Sehe, wie Leon. Wer war das überhaupt? Wen hat er umgebracht? Jan? Jan umbringt nach, und dann gerade nach rechts laufen will und genau in dem Moment bin ich zur Leiche. Also, ich bestätige Xayuri in der Aussage, dass als Strom anging, sind Xayuri und ich zum Licht gerannt und Leon kam uns erst entgegen und hat uns dann verfolgt, weil wir ihn gesehen haben. Also ich war, als der Strom wieder anging, in Electrical reingegangen mit Frank zusammen. Wir haben da die Task gemacht, dann bin ich irgendwie 2 Sekunden nach Frank rausgegangen. Da kam Jan entgegen rein. Ich kann bestätigen, Sayuri ist gerade an Kommunikation vorbeigegangen. Ich hab's gesehen. Ich glaube, Sayuri. Sie war direkt rechts daneben. Also, ich weiß nicht. Doch, sie hat. Also, für mich klingt das nach einem Kill-and-Self-Report einfach. Und die hat mich aber, halt davor gesehen. Aber warum hätte sie Lara. Nein, halt, stopp, halt. Sie hätte mich umbringen können in Communication. Nein, sie hat doch Lara confirmed. Sie hat doch Lara von den Karten geworfen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh Mann, ey, es ist mir gerade da rein. Oh Mann. Ich schnapp das Timing war so unlucky. Ja, sorry. Oh, wie geil. Mann, das fühlt sich für gut an. Auf wen gehen wir jetzt? Auf mich. Auf Max. Also ich bin. Achso, ich schon wieder. Okay. Echt, Leon? Ja. Aber der war bei mir. Sehr gut den Fall gelöst, Mau. Hä, aber Leon, wie bist du. Du bist zuerst aus dem Raum raus und dann wieder rein? Nein, das habe ich hier gerade erfunden. Ach so, ich hab's ja gewartet. Okay, jetzt, oh, geil. Jetzt kann ich. Endlich wird er zur Rechenschaft gezogen. Ja. Mieser Mörder. Nee, obwohl, Lara hat mich ja gemacht. Nein, das stimmt ja nicht. Aber Matteo hatte recht mit dem erfahrenen. Deshalb hast du mich umgebracht, Leon, weil Lara war in dem Raum ganz am Anfang und du hast dir gedacht, naja, ist ja nur Lara, die wird mich nicht verpetzen. Jetzt macht alles Sinn, wie hinterhältig ihr seid. Ich muss sagen, es tut trotzdem weh zu sterben, selbst wenn man den Heldentod stirbt und Leon hier in diese Falle lockt vor aller Augen. Also hat mir nicht gefallen. Nein. Oh Mann, ey. Oh nee, warum bin ich denn jetzt wieder? Mit welchen Methoden hier gespielt wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ja auch moralisch. Ja, also scheinen mir alle sehr verlogen. Ich habe auch das große Problem, ich erkenne noch nicht alle Stimmen. Also ich kann überhaupt nicht zuordnen, wer da gerade mich belügt. Naja, völlig hast du kannst ja sonst auch, hast du Discord auf oder so? Siehst du, wer? Ich habe ja nur diesen Spielmonitor. Ich versuche mal, den Discord auf meinem Telefon zu öffnen. Aber es ist letztendlich auch egal, wer dich belügt, oder? Trust no one. Außer mir. Du kannst aber nachfragen, wenn du eine Stimme hörst und du erkennst sie nicht, dann fragst du, wer spricht da? Wer spricht da? Wer spricht da? Ich bin es. Oh, dann sag ich immer Matteo. Ja, genau. So eine Frauenstimme. Matteo. Okay, eine Person fehlt noch. Ich glaube. Irgendwie immer ich. Sekunde. Okay. Okay. Neue Map oder was? Nee. Eddie, du willst die neue Map nicht spielen. Das will er. Warum? Ja, die ist gut. Etienne, du kannst mal versuchen, mal nicht als Erster zu sterben. Also kleine Ziele. Ich würde gerne. Geschossen. Okay. Aber dafür bin ich als Geist sehr wertvoll für die Crew, möchte ich an der Stelle schon mal sagen. Ja, stimmt. Der gute Geist. Wie du. Ja. Ready? Ja, ready. Let's go. Let's go. Thank you.
Guten Abend. What the fuck, schon zwei? Oh ja. Also, passt auf. Ich habe die Leiche gefunden in Electrical, und zwar, als ich das Licht angemacht habe. Es war ja Licht aus. Und warum ist keiner von euch zum Licht gelaufen? Weil ich gerade bei Weapons Task gemacht. Ich war O2 war. Bei Shields. Ich war beides weg. Okay, ich hab keine Ahnung, wo man das Licht anmacht. Jan, darf ich dir eine Frage stellen? Bitte. Welche Quest hast du im Admin-Raum gemacht? Die Card swipen. Mir wurde aber zweimal gesagt, too fast. Also, ja, alles gut. War das jetzt im Spiel oder davor in dem Spiel? Jetzt. Nee, jetzt. Ich habe ihn beobachtet. Ja, okay. Dalu, welche Task hast du denn gemacht? Ich habe auch die Card geswiped und dann habe ich ihn mir angeguckt, was er macht. Und dann wollte ich gerade runtergehen. Aber wie gesagt, er hat länger gebraucht. Okay. Was hat Lara gemacht? Wir können ja Lara nochmal fragen. Okay. Ich bin ganz nach links gelaufen und ich habe die Raumnamen alle nicht drauf. Und dann aber du kannst jetzt sagen, was du gemacht hast. Zur anderen Seite. Tätigkeit. Hast du die Map nicht auf? Ich kann die Map sonst nicht immer reinschicken. Wie denn? Mädels, Tätigkeit! Wir wollen die Aufgabe! Ich will wissen, was Lara für eine Aufgabe macht! Nein, ich glaube, es ist Sayuri. Was? Sayuri? Erzähl weiter. Diese Sayuri? Erzähl. Was für eine Aufgabe hattest du? Diese Kabel verbinden. Ah, okay, gut. Ja, mehr wollte ich nicht wissen. Alles gut. Ich kann Dalukats Geschichte hier bestätigen. Also, ich wurde creepy beobachtet beim Taskmachen, aber nicht umgebracht. Ich hab ihn geguckt. Mhm. Ja. Aber was hat Etienne denn gemacht? Hab ich doch gesagt, Shields. Okay, ich versuche mal zu rekonstruieren, wie es abgelaufen ist wahrscheinlich. Also die beiden Mörder Aber Moment mal, weiß jemand, wo Funk langgegangen ist? Wo seine Leiche eventuell liegen könnte? Hast du zwei Leichen gefunden oder eine? Nein, ich habe nur eine Leiche gefunden. Aber ich denke, die beiden Mörder spielen nicht zusammen. Weil warum sollte man einen Mord in Electrical begehen und dann das Licht ausmachen, sodass Leute zu Electrical hinlaufen? Das bedeutet, einer hat Licht ausgemacht, der andere hat da den Mord... Was? Oh, Matteo hat voll an... Ich finde das gut, Matteo. Ja. Du legst zu. Ja, aber ich finde, Matteo ist immer verdächtig, wenn er so kluge Sachen sagt. Nein, an Detective Skills. Okay. Okay, danke, Eddie, danke. Das war ich nicht. Oh, Lara, my sweet summer child, ich hab gesehen, wie du hier Leon gekillt hast und durchgewendet bist. Oh boy. Ich dachte, okay, alles klar. Das war hier bei Administration. Voting begins? Lara war's, fertig. Kann es aber noch wer confirmen? Irgendwie über Camps, über irgendwas. Ist egal. Ich war in den Camps. Ich verteidige sich auch gar nicht. Ja, Lara, was hast du für eine Aufgabe gehabt? Wie sollte ich das denn wieder sein? Ja, Lara, sag, was für eine Aufgabe du hattest. Den Bodyscan? Ja. Der Body, das machst du nicht bei Admin. Bodyscan ist bei Medical. Aha. Ja, okay. Ja, Moment, Lara ist safe, reicht mir auch. Okay. Ach Mann, ey. Hey, ja, aber sorry, Lügen muss gelernt sein. Also. Das war sehr unglücklich. Bodyscanner, so ein Quatsch fallen wir nicht rein, Lara. Du brennst es einfach direkt vor meinen Augen, nachdem du Leon gekriegt hast. Bodyscan. Springst einfach irgendwo. Oh. Ja. So, Lara, du müsstest auch noch deine Stimme. Okay. Also denk dran, einer ist noch da, aber Licht ging aus. Das ist ein Experte. Mhm. Das ist nicht nur ein Button? Na gut. Wieder bei Lichter oder was? Oh, wer trägt einen blauen Shit. Anzug? Wer trägt einen blauen Anzug? Leon. Blau ist tot. Blau ist nee, nee, nee.
Im Lights, neben dem Schalter rechts, kam einer mit blauem Anzug reingesprungen. Also, Matteo hat Lights gefixt. Könnte es einer mit einem blauen Mann sein? Einer mit einem blauen Mann hat ihn abgemurkst. Ich habe instant reported. Ja, aber es ist das Einzige, was auch nur entgeht. Ja, also, das werden wir doch gleich sehen. Das stimmt. Jemand mit blauem Mann. Nee, das werden wir gleich sehen. Jemand, der einen Blaumann anhat. Ein Blaumann. Hä? Ein Blaumann als Anzug, ein Skin. Also als. Ja, aber wir sehen doch, dass Blau tot ist. Nein, nee, ein Anzug, ein Skin. Ein Anzug. Über ein den gelben, über den gelben, roten, zurückenden weißen Charakter. Das werden wir dann gleich sehen. Okay. Oh, und dann machen wir Emergency. Also das Ding ist, ich habe Viet, Jan und Dalu, glaube ich, in Admin gesehen durch die Kameras. Ich bin nämlich die ganze Zeit in der Kamera. Genau, aber der war schon Electric. Ja, der wird uns aufgelauert haben. Das kann ja eigentlich nur Etienne sein, oder? Oh, Ede, hast du einen Blaumann an, Ede? Nee, habe ich nicht. Ich habe ein reines Gewissen. Ich habe eine gelbe Statue auf dem Kopf. Ah, nee, warte, ich habe eine blaue Hose an. Meint ihr das? Oh! Ja, seid ihr bescheuert? Ich war bei Electric, ich habe gerade Kabel verbunden. Und danach habe ich dieses Ding, aber wo die Sachen war doch raus. Da muss aber der Strom war doch die ganze Zeit aus. Warum hast du da nicht hier repariert und den Strom repariert? Warum hast du deine Task als erstes? Da waren drei. Ich bin als allererstes, ich bin an dir vorbeigerannt, lieber Wirt. Da bin ich direkt in Electrical gerannt, weil ich da eben schon interrupted wurde von dem letzten Mord. Und dann habe ich das Kabel gemacht, also die Kabeldings, und dann war ich bei dem Ding da rechts daneben, wo sich dieses Ding dreht. Es könnte halt auch sein, dass es, Leute, es könnte auch sein, dass Dalukat selber war und gesehen, dass es Etienne Dalukat hat mir entgegengekommen. Ich sag euch was, jeder, der mich beschuldigt, macht sich verdächtig. Matteo und ich waren in Admin drin. Etienne sagt, er hat Wirt gesehen, das kann doch gar nicht sein. Nein, ich bin an Wirt vorbeigegangen, als wir aus dem Hauptraum runtergegangen sind. Ja, aber wir waren die ganze Zeit zusammen und irgendeiner war in den Camps. Ich habe sogar getanzt dafür. Dalukat, du machst dich sehr verdächtig, wie wir jemanden Unschuldigen vermuten. Ich guck jetzt erstmal, wer da was anhat. Ja, wer hat jetzt was Blaues an? Das ist sehr verdächtig. Lass uns ein Emergency machen. Blauen, weiß ich nicht. Emergency Call. So, wir gucken direkt, wer blau. Aha, da ist doch noch jemand blau. Hä, wieso ist das Licht aus? Wieso sieht man euch nicht? Soll man euch denn sehen, welche Farben ihr habt? Hat was Blaues an, war. Etienne hat den Etienne hat eine blaue Hose an. Das habe ich euch doch sogar gesagt, dass ich eine blaue Hose anhabe. Da hätte ich euch das Meeting sparen können für. Jan und ich sind am Button stehen geblieben. Etienne ist noch mit runtergerannt. Ist Jan mir auch entgegengekommen. Ich bin auch runtergerannt. Ich habe mich nicht bewegt, ich war am Button die ganze Zeit. Jan stand am Button. 15 Sekunden gedauert, bis man ihn drücken konnte. Genau. Jan stand die ganze Zeit am Button, Etienne kam noch runter. Dalukat, warum bist du so aggressiv? Weil ich weiß ja, dass ich unschuldig bin. Und das macht dich so verdächtig gerade. Ich weiß nur nicht, wie ich die anderen davon überzeugen kann. Ich kann nur sagen, was ich gemacht habe. Ich kann euch hundertprozentig genau sagen, welche Tasks ich gemacht habe. Aber was hast du denn gemacht? Warum suchst du mich so raus? Okay, pass auf. Jan und ich bin die ganze Zeit an Jan gekommen, weil er mit der Admin-Karte mir sehr confirmed vorkam. Ich habe ihn bei Admin beobachtet. Danach waren wir oben rechts. Da hat er, glaube ich, einen Download-Upload gemacht. Da habe ich Asteroids gemacht. Ich war die ganze Zeit mit Jan unterwegs. Das kann ich confirm. Hat mir nichts getan. Muss nichts heißen, aber ja. Ja, aber in der Zeit sind ja Leute gestorben. Es kann ja, also kann ja nicht sein. Okay, wie kommen wir überhaupt auf die Geschichte mit dem Blaumann? Wenn ich das mal kurz fragen darf. Weil wir Strom angemacht haben und der Kill kam direkt, bevor ich reported war. Nein, er hat Strom angemacht und der Kill kam, als ich sozusagen in den Raum kam und ich habe ja gespammt. Und der Blaumann ist draufgesprungen. Auf Matteo. Auf was? Ihr habt gesehen, wie. Aber Moment, ich war doch. Angemacht. Nein, nicht irgendjemand jetzt, von euch hat gesehen, wie einer mit einer blauen Hose den Mord begangen hat, oder was? Das heißt, die Strom war gar nicht an. Die, wo Matteo gekillt wurde, nicht jetzt. Es muss Etienne sein. Nein, es ist. Ja, aber Matteo ist doch der Letzte, der gestorben ist. Ja, aber wir haben noch ein Emergency-Meeting jetzt. Ja, genau, kurz nach dem Mord von Matteo. Also von mir aus, wie viel Tasks habt ihr noch? Das Licht war von der letzten Runde noch aus. Ja, aber ich hab doch reported, ich war doch da. Ja, ja, aber wenn du wie sagst, du hast gefixt, vielleicht hast du auch einfach mehr Vision als wir. Wie viel Tasks habt ihr noch? Ich hab keine Ahnung. Lass uns über Tasks gewinnen. Ich werd ja immer interrupted, wenn ich meine mache. Oh, das war knapp, Etienne, ich hab dich gerettet. 1-1, die anderen haben nicht gevotet. Ich hab dich gerettet. Naja, du hast einfach nicht den dümmsten Fehler gemacht, sagen wir es so. Ja, euch beide ein bisschen auf den Kicker. Ja, ihr könnt mir ja gerne folgen. Ich geh wieder. Achso, ich darf nichts sagen. Lächerlich. Das.
ins Spiel gegangen. Also klar, nee. ich hab's euch doch gesagt, Leute. Wow. Ihr müsst mehr auf mich hören. Es war so auffällig. Das ist das Krasse. Ja, ihr wart irgendwie zu dritt oder zu viert, hattet ihr euch schon auf Dalu eingeschossen und trotzdem hat er immer wieder. Ja, ich muss auf den Skip dran gehen, sonst wäre ich am Arsch. Ich hab's euch so klar. Ja, wenn jemand so aggressiv plötzlich jemanden aufs Korn nimmt, ist das doch so auffällig. Ja. So, aber ich war allein auffällig. Auffällig, dass er nicht wusste, dass das Licht aus ist. Also ich wusste, dass das Licht aus. Ich wusste, dass das Licht. Also ich war wirklich genau hinter Matteo. Und ich habe Etienne oben rechts in der Ecke gesehen. Aber du hast ja die ganze Zeit gesagt, dass das Licht schon gefixt wurde. Er war am Licht fixen. Also ich hab's gerade am Licht fixen, das stimmt schon. Also ich nehme das als persönlichen Angriff von Dalukat, dem armen Anfänger, hier nichts zu tun die ganze Zeit, damit er entdeckt. Ich wollte dich bis zum Ende dich mit durchbringen und ich wollte, dass wir beide den letzten rausschmeißen. Ich habe dann einmal Etienne getroffen unterwegs und er hat mir nichts getan, aber ich dachte, ich bin schnell weggelaufen. Ich muss sagen, das ist eine sehr interessante Sozialstudie. Ich war richtig geschockt, als Dalukat mich so den Scheinwerfer auf mich gelenkt hat und ich wusste ja, ich bin unschuldig und plötzlich alle so, ja, stimmt, ich das könnte ich sein. Ich habe Matteo in dem Raum umgebracht, wollte durch den Vent abhauen und du stehst halt in der Ecke im Electric. Oh, scheiße. Ja, weil ich dieses Ding nicht gecheckt habe, das Minispiel. Aber diesen Klamotten-Move, den kannte ich noch nicht. Der war gut. Der war sehr gut, ja, der war geil. Vor allen Dingen, als es dann so hieß mit dem Blauen, meine ich so, wie Blauen, ich bin doch gelb. Nee, was du da drüber hast. Ich so, oh shit, ich habe eine blaue Hose. Die werden mich gleich alle verdächtigen. Ich dachte auch, du lügst, weil du dich so aufregst, aber du regst dich immer auf, ne? Das ist daran kannst du es nicht erkennen. Juri, bitte nicht so harte Detektivarbeit machen, ja? Das gefällt mir nicht. Leute, eins ist klar, ich ziehe mir jetzt eine andere Hose an. Das Ding ist eben, es wird bei mir auch einfach rumgeglitscht, deswegen dachte ich, das wäre irgendwie ein Bug gewesen oder so. Der ist bei mir eben einfach teleportiert. Also du willst sagen, dass er cheatet oder was? Ja. Okay, lass mich rauswerfen. Ich muss ganz kurz eine Pipi-Pause. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Okay, bis gleich. Ich hab sehr stark geahnt, dass du es bist, als Jan und ich am Kartenswipe-Gerät waren und du uns einfach beobachtet hast, wie so der Obercreep. Und ich hab dann gesagt, okay, Licht geht aus, ich werde jetzt Licht ausmachen gehen und dann wird Dalu mich umbringen. Ich hab euch alle nur beobachtet, damit ich von Jan irgendwann das sichere Alibi bekomme. Also das war alles nur, damit Jan mir traut. Hat geklappt, aber wird auch wieder klappen. Ja, du glaubst einfach immer noch ein bisschen an das Gute im Menschen, Jan. Das muss dir das Spiel absolut noch austreiben. Ich spiele nur Spiele mit kompletter Information. Das ist ganz neue Welt. Also 50% spielt man hier halt mit den anderen Personen, halt so, dass man die halt manipuliert. Also Dalu kann es halt schon sehr gut. Aber es fehlt wieder jemand. 9 von 10. Frank ist kurz raus. Ja, ich bin kurz raus, weil ich wollte Discord-Overlay an. Da bin ich wieder. Discord-Overlay funktioniert bei mir einfach nicht, keine Ahnung. Ich habe einen Link für dich. Du kannst das Discord-Overlay einbinden, sodass die Leute das auch sehen. Zeig mal her. Das ist ja smart. Aber die App nimmt komplette Kontrolle über deinen Discord. Da bin ich immer noch skeptisch. Ich möchte kurz anmerken, dass ich eine weiße Hose jetzt anhabe. Also wenn wieder das Thema Blaumann kommt, bin ich nicht gemeint. Ja, also Etienne, es tut mir leid. Ich habe dich halt da gesehen. Ich musste dich anziehen. Ja, ist es ja auch okay. Eine kurze, hat ja auch fast geklappt. Eine kurze Sache, unser Chat schreibt gerade, dass wir wahrscheinlich den Imposter-Bug haben, dass Lara jede Runde Imposter ist. Kann das sein? Na, dreimal hintereinander ist realistisch. Also das ist jetzt noch nichts, dass jetzt noch nichts Schlimmes ist. Ja, lass sie trotzdem rausschmeißen, Sicherheit. Ich würde auch sagen, direkt rausbohren. Werfen sie nächste Runde raus und gucken dann einfach, ob es gestimmt hat. Okay. Alle ready? Ja. Nee, Mao ist auch nicht da, oder? Doch, ja, ich bin die ganze Zeit schon da. Die Gun war nie weg. Das ging aber ungewohnt schnell. Eine Flasche unterm Tisch. Ungewohnt. Ich guck immer. Oh, sorry. Skype.
Okay, ich mute mich wieder. Chat, ist er wieder weg? Okay, what the fuck? Mau war vor 10 Sekunden noch mit uns im Cockpit. Genau. Ist nach unten gelaufen. Das heißt, Nalukat kam mir entgegen. Muss ein Vent-Kill gewesen sein. Lag auf dem Vent. Die Leiche liegt auf dem Vent. Wo genau auf dem Vent? Warum weißt du denn, wo die Leiche... Weil ich confirmed hab. Die muss bei Shields gewesen sein, auf jeden Fall. Irgendwo bei Shields? Ich bin von Shields hochgegangen, die Leiche liegt auf dem Vent. Also ich konzentriere mich, wahrscheinlich in Wirklichkeit war. Dalu ist ja ein Imposter und hat einen größeren Sichtradius. Er begeht den Mord, sieht, dass ihm welche entgegenkommen, weil er es vor uns sieht, macht einen Fast Report. Ja, das kann ich verstehen, aber warum sollte ich jemanden umbringen, wenn keine Sabotage, kein Licht oder sonst irgendwas an ist? Das ist doch Quatsch. Sabotage war gerade eben, oder? Ja, aber die war schon lange aus, da war ich Medbay, da bin ich Etienne entgegengelaufen oben links. Ich war am anderen Ende der Map, als die Sabotage ausging. Also die Sabotage war ja auf der linken Seite der Map. Nein, auf der rechten. Hä? Auf der rechten, die war O2. Hast du etwa Reaktor geklickt, während dein Teammate O2 geklickt hat? Nee, ich stand im O2 und hab die Blätter gemacht, obwohl ich hab da niemanden gesehen. Oh Moment, Juri war eben noch mit Leon und mit mir im Cockpit und dann ist sie rausgegangen. Leon war ja noch da und hat da Sachen gemacht. Ich bin hinterher, bin nach unten gegangen und bin dann Dalu entgegengekommen. Genau, also Leon und Wirt können es auf keinen Fall gewesen sein, weil ich war direkt hinter denen. Also ich sag, es war ein Ventkill, die Leiche liegt auf dem Vent, in dieser Ecke. Okay, muss Admin rauskommen. Okay. Du hast die Leiche gesehen, aber hast nicht reported. Er hat reported. Okay, weil wir uns entgegengelaufen sind. Das heißt, ich hätte die ja auch noch gesehen, wenn du einen Sichtradius hättest. Also zwei Leute gestorben sind, müssen die beiden Killer ja getötet haben, muss ja so sein. Ich würde deswegen 100% ausschließen, Leon und Wirt, weil die beiden waren die ganze Zeit im Cockpit zusammen. Und oben waren wir an der einen Task mit, keine Ahnung, wen. Aber mehr Informationen haben wir jetzt gar nicht. Lara sagt nichts, das ist Lara. Nein, ich war im Admin, hab das ausgemacht und bin dann runter zur Sabotage und dann war schon der Kill. Imposter-Bug, Ja, genau. Okay, na gut. Erstmal Infos sammeln. Du bist auffällig still, Jan. Ich verpiss mich von dir auf jeden Fall. Zu Recht. Mhm. Aber hauptsächlich, es ist zu viel Information für meinen kleinen Kopf hier. Ich höre nur zu. Ich habe in einem Schließfach eine Nachricht, wo ich mich zuletzt aufgehalten habe. Okay, also ich habe in Medbay eine Leiche gefunden. Ich habe nur eine einzige Frage. Eddie, was hast du gerade gemacht? Ich bin in Electrical gegangen, wie immer. Und wo warst du davor? Da habe ich diesen Kegel angepasst an die Linie, die geschriegelte Linie. Ich habe noch eine Frage. Warum schwitzt du so?
Okay, ich habe auch eine Frage an dich, Matteo. Hast du mehr, Matteo? Ich habe noch eine Frage an dich, Matteo. Was ist deine Lieblingszeichentrickserie aus den 80ern? Ich will jetzt Detective Matteo hören, ich hab Bock. Ja, dann schieß mal los. Ich erkläre mal, wie mein Ablauf war. Ich kam von unten zum Reaktor und sah da Eddie einfach im Gang stehen, mittendrin, wo man keinen Task machen kann, nichts machen kann. Da habe ich die Map aufgerufen und geguckt, wo die nächsten Ausrufezeichen sind. Ich kann das bestätigen. Ich war hier mit Etienne da oben rechts im Admin und dann waren wir jetzt in diesem komischen, wie heißt das da, Electrical oder was weiß ich. Also, er hat mich nicht getötet, außer es ist die alte Nicht-Jan-Töten-Taktik. Moment, Jan. Ja, das war aber schon eine Weile her. Nee, wir sind gerade, stehen wir nebeneinander. Nee. Doch, du stehst 3 Meter neben mir, ich mach diesen komischen Task, du hast mich nur nicht gesehen. Ich bin da hinten links in der Ecke, in diesem Raum da. Wenn ihr euch gegenseitig deffen wollt, müsst ihr beide dieselbe Geschichte. Genau. Ja, wenn Etienne mich nicht sieht, kann ich da nichts für. Okay, das habe ich wirklich nicht. Ich versuche dich zu decken und du widersprichst meiner Geschichte. Ich habe ein absolut reines Gewissen, deshalb muss man mich nicht decken. Weiß Jan, dass man als Imposter weiter sieht als Crewmate? Das ist auch noch eine Frage. Ich bin ja nie Imposter, weil ich immer ehrlicher Angestellter hier bin. Okay, dann ist gut. Nochmal ganz kurz. Ich will jetzt Eddie auch nicht zu sehr belasten. Ich habe ihn nur rumstehen sehen, dann bin ich an die Kamera gegangen und habe geguckt. Ich habe dich auch gesehen, wie du da rechts reingerannt bist. Mir sind auch noch 2 Leute entgegengekommen. Leon und noch jemand. Aber man kann ja auch mal rumstehen. Also weißt du nicht gleich, verdächtig, wenn man rumsteht, oder was? Ich war im Reaktor und bin dann unten lang gelaufen Richtung Navigation. Okay. Und dann wollte ich Richtung Admin durch Cafeteria. Okay. Na gut, dann sammeln wir erst noch weiter. Ich weiß nicht auswendig, wo die Sachen sind. Ich muss auf die Map gucken. Ich hab jetzt diese Map immer offen. Genau, einfach. Ja. Wie geht das? Im Discord gepostet. Oh, die haben so viele Vorteile hier. Die Map irgendwo offen, ne? Ich muss hier die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich muss jetzt mal in Einstellungen gucken, wo das geht. Alter, Matteo, was ist los mit dir? Ich irritiere ihn einfach nur, indem ich stehen bleibe. Es scheint doch ein Bug zu sein. Ich glaube auch, dass Lara den Bug hat. Aber Lara, Mann, der Double-Kill war schön. Ich spreche mal mit Lara. Aber nein, deswegen ist Lukate ganz so dominant gewesen. Nö, ignorieren wir mal die ganze Zeit hier Lara zu fragen. Etienne. Lass Lara nicht reden, Lara hatte am Anfang einen umgebracht und es kam so eine ganze Gruppe Leute entgegen und ich so, oh nein, ich muss auch noch einen umbringen. Das war gut, weil ich glaube, du kamst ja in dem Moment, ich dachte so, fuck, ich wurde gesehen. Und dann genau, ja, dann musste ich Mao noch umbringen. Das war sehr danke. Wie perfekt, ey. Aber was machen wir denn jetzt gegen den Bug? Ich hab die Leiche ja nicht mal gesehen, weil wir machen die Lobby auf. Lobby und dann ist es gefixt. War so schön. Ah, der Double Kill, Lara, hast du gesehen, wie ich gewackelt hab damit? Du warst, sollen wir zusammengehen? Ja. Und dann waren noch 2 Opfer drin. Perfekt. Wisst ihr, warum es perfekt war? Weil ich kam in Electrical rein und sehe, wie Jan einfach in der Ecke steht, einfach so apathisch nichts macht. Was? Ihr habt hart gearbeitet, wie immer, aber ich wurde nicht umgebracht. Das kam mir auch komisch vor. So gepiekt und dann wieder weggelaufen. Das habe ich auch gesehen als Geist und dachte nämlich auch, okay, Jan ist es definitiv. So wie der da über dem Vent steht. Ich geh nochmal auf Overlay. Okay. Oh, Lara, der Double Kill. Du musst das Overlay. Brauche ich hier wieder diesen Code oder wie funktioniert das? Genau, den Code schicke ich euch rüber, Eddie. Ja. Und dann kannst du den Jan ja geben. Wie stellt man die Map ein, dass man die dauernd sieht? Mal gucken. Du musst das Bild öffnen auf dem anderen Bildschirm. Also in der Gruppe. Haben wir hier Kontrolle über den anderen Monitor? Ne? In der nächsten Runde möchte ich 3 Minuten. Es ist so unfair. Ja, die haben hier. Was sagst du, Max? Ich möchte vor 3 Minuten leben. Das wäre schön. Ja. Aber ich blame da Lara. Sie ist immer Mörderin. Sie ich finde den Singleplayer-Modus auch echt schön. Das ist Among Them. Also ich. Ja, das stimmt. Du beobachtest. Ja, ich beobachte. Oh Gott. Eddie, der Code ging raus. Kannst du mal gucken auf Twitter? Oh,
Also mit Tab könnt ihr die Karte halt aufmachen, dann ist sie immer offen. Und ihr könnt auch damit noch rumlaufen, ne? Ihr lauft auch mit Maus und Tastatur zusammen, oder? Okay, sehr gut. Ich laufe hier nur mal den komischen Tasten rum. Wir danke nochmal, dass du nicht so eingeschossen warst auf mich. Alter. Ey, mir ist aufgefallen, du bist die ganze Zeit laut gewesen, beschützt. Sagst ja, ich muss mich für Lara aufpassen. Nichts sagt. Und ich dann so, holy shit, niemand fragt sie was. Sie ist die ganze Zeit, sie ist mir das. Ich will ja auch nicht reinreden. Also es ist sehr unterschiedlich, ne? Dalukat sehr aktiv, wenn er selber Sachen, Leute umbringt. Lara eher sehr zurückhaltend. Also man kann nicht automatisch draufschließen. Na, sabotiert doch immer sehr geschickt, immer schnell das Licht ausmachen. Gleich so einfach. Aber das ist irgendwie echt wie so eine Handschrift. Ich glaube, wenn ich Imposter bin, mache ich das mal, dann denkt ihr, dass es Dalu ist. Ja, mache ich auch. Okay. Ey, also aus Sicherheit würde ich trotzdem Lara einfach rauskicken jetzt vielleicht. Okay, Lara würde ich auch machen. Nein. Ey, du hast so viele Leute auf dem Gewissen, Lara, ganz ehrlich. Du solltest ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht die Killrange. Okay, nächste Runde, let's go. Ich bin's nicht. Juhu, ich lebe. Okay, Leute, ich erzähle eine Geschichte. Das Licht ging aus, aber ich bin's nicht. Also, wenn Dalu 5000 IQ hat, dann hat er jetzt wirklich direkt am Anfang das Licht ausgemacht, weil alle denken, er würde doch jetzt nicht direkt das Licht ausmachen, wenn wir gerade davor gesagt haben. Wo ist denn überhaupt die Leiche? Also, die Leiche habe ich gefunden im Cockpit. Ich war davor an den Blättern beim O2. Und wieso bist du zum Cockpit gerannt, wenn das Licht aus war? Weil da meine Task war. Ich mache einfach Task weiter. Warum machst du nicht das Licht an, wie alle anderen? Ja, oder wolltest du einfach wen umbringen, der alleine war? Matteo, irgendwer ist noch mit dir mitgekommen. Blau. Welches Blau? Ich habe es mir nicht am Anfang gemerkt, wer nach rechts geht. Ich bin nach links. Ich bin zum Medical Bay und das dauert ja immer so lange. Lara ist nach rechts, oder was? Nein, ich war mit Frank im Aufzug. Ist deine Quest fertig? Meine Medical Bay Quest? Ja, ich bin jetzt Schade. Wieso? Ich hätte dich sonst confirmen können. Wer hat denn das Licht wieder angemacht? Ich und da stand aber noch wer und ich möchte sagen, dass alle Lichtschalter unten waren. Also da hat einer dran gefuscht vorher schon. Ja, aber wahrscheinlich ein Anfänger, der nicht weiß, was man machen muss. Also ich kann zumindest sagen, Ich glaube, das war ich. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe die ganzen Hebel nach unten gemacht und dann war irgendwie nichts passiert. Zum Zeitpunkt des Mordes war Turi mit mir im Adminraum. Ich bin extra nochmal, ich habe sie nur, da war das Licht schon aus, da habe ich nur so aus dem Mini-Kegel was gesehen und dann bin ich nochmal hin, hab gesehen, sie stand da. Ich hab da übrigens mit einem ersten Swipe die Task erledigt. Mit einem sehr gut, sehr sauberen, perfekten Swipe. Eddie, ich hab eine Frage. Woher weißt du denn, wann der Zeitpunkt des Mordes war? Ja, nach dem Report. Also es war kurz, ich bin runtergegangen und dann wurde es ja reported. Ja. Also mit Mord meine ich Report. Ja. Mau hat den Täter noch nicht überführt. Das ist sehr verdächtig. Das Ding ist, ich habe eben gesagt, dass Blau und Grün eigentlich nach rechts gelaufen sind am Anfang. Deswegen verwirrt mich, dass beide jetzt auf einmal nicht mehr da waren. Eigentlich hätte man also Blau finde ich auch Matteo interessant. Jetzt. Mau, ich hab doch gefunden da drüben. Ich bin nach rechts gelaufen. Ja, Blink aber Blau gerannt. Eigentlich auch. Nein, ich bin nicht nach rechts gerannt. Ich bin nach links gerannt. Ja, dann war es Lara oder so. Weil ich hab am Anfang mit Funk in O2 und wollte dann Richtung Admin. Wenn es jetzt schon wieder Lara ist, dann dreh ich durch. Thank you.
Magst du mir erzählen, mit wem du im Electric warst? Hast du gefunden, Dalu? Ja, im Electric. Und da war niemand anderes? Naja, also ich weiß, dass du den Mord wahrscheinlich nicht gemacht hast, weil der Vent ist gerade zugegangen im Horrorfor. Es ist jemand weggewendet, deswegen frage ich dich, ob du jemanden im Electric gesehen hast. Aus dem Electrical kommen. Ja, ja, er ist mir auch entgegengelaufen. Also pass auf, ich bin Electrical rein, hab das Licht angemacht, dann kam da mir hinterher Funk und, oh mein Gott, ich glaube Viet. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wo war die Leiche? Nein, im Electrical? Im Electrical wahrscheinlich. Okay. Dann bin ich raus, hab Dalu an mir vorbeilaufen sehen, hab gedacht, cool, ich geh mal gucken, was Dalu macht. Bin hinterhergelaufen und Dalu hat reported. Vent ist gerade zugegangen. Also es war ein Vent-Kill. Also es kann wirklich... Das schließt mich aus, ich bin nicht in der Lage, Vents zu benutzen. Das kann ich bestätigen. Ja. Aber also, die Karte würde ich auch machen. Viet, wo warst du denn? Ich war bei Storage, nachdem ich hier gesehen habe, dass du hier in Electrical warst. Wo ist Storage nochmal? In der Mitte? Ist der große Raum? Bei dem Benzin-Ding. Da. Das heißt, du warst in Electrical drin. Wer war da mit dir drin noch? Du warst da. Nur ich? Ja. Ja, das war Viet, weil Funk war mit drin und er war auch mit drin. Es war Viet. Ja, den hatte ich eben schon auf dem Kicker. Ich wollte also eben schon sagen, dass Viet total auffällig war. Ja. Warum? Also, ey, das macht doch keinen Sinn. Nur weil ich... Ich habe zwar Tests gemacht, aber ich habe auch sehr viele Leute verfolgt und ich habe fast für jeden ein Alibi, außer für dich. Können wir bitte trotzdem skippen? Nee. Nee. Warum willst du das? Weil wenn wir bei 7 Leuten den falschen rausschmeißen, spielen wir 4-2. Aber es ist nicht der falsche. Dalu, es ist nicht der falsche, weil ich kann es ja 100%... Wenn du sagst 100% ein Vent gesehen... Der ist durch den Vent gegangen. Ja, dann kann es nur Viet gewesen sein, weil nur er war in dem Raum drin mit Funk. Es ist unmöglich, dass jemand anderes ist. Ich bin doch in Storage gewesen. Ja. Durch den Vent. Also wenn Viet es nicht war, dann hat Dalu den Vent erfunden. Wenn der Vent stimmt... Der Vent stimmt, aber ich weiß nicht, wie Viet stimmt, dann ist Viet Imposter. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn es jetzt einen Doppelmord gibt, haben wir falsch gelegen, dann war es Dalu. Ja. Was ist jetzt schon los? Okay, es gab Morde. Ja, ja. Sekunde. Also ich habe gerade gesehen, dass Reaktor war und Jan und Lara sind beide nicht Richtung Reaktor gelaufen. Lara ist Richtung Navigation gelaufen und Jan zu Communication. Ich mache ja stumpf meine Tasks, weil ich mich darauf verlasse, dass die erfahreneren Spieler auf diesen Alarm reagieren. Bevor du den Alarm ausmachen gehen wolltest, wo warst du da? An den Kameras. Mann, ich habe gehofft, das war wer anderes. Also ich habe gehofft, dass nicht du an den Kameras warst. Ich war an den Kameras, habe geguckt, was passiert, habe Leute rumlaufen sehen, aber nichts Spezielles. Aber du hast dann mich gesehen, dass ich direkt hingerannt bin. Ich habe dich gesehen, ja genau. Also Dalu hat mit mir den Alarm ausgemacht, aber ich weiß nicht, wann die Morde passiert sind, deswegen kann ich dich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Aber warum bist du nach mir in den Raum gekommen? Wie lange warst du noch in dem Kameraraum? Irgendwie noch ein paar Sekunden waren, weil ich dachte, ich drücke das erst, wenn es kein anderer macht, weil ich wollte sehen, was passiert während des Alarms in den Gängen. Aber also warst du zwischen Kameraraum und Reaktorraum noch woanders? Ja, ich bin da halt hingelaufen von, ich weiß nicht mehr, ob ich von oben oder von unten kam. Ich glaube von oben über Medical. Nein, weil du hast Kameras gecheckt, du hast mich gesehen. Ich bin oben lang gelaufen, ich habe einen Blick in die Kameras riskiert, da warst du nicht drin. Ja. Doch, ich war da drin, 100%. Ich habe dich auf den Kameras sogar laufen sehen. Ja, und ich kam aus Kameras raus. Warum sind
Jan und Lara denn nicht zum Reaktor? Aber es wird nur noch einer sein. Ich war ja mit dir in Shields und du bist dann ja hochgelaufen und ich bin auch dann hochgelaufen. Dann kamst du aber wieder zurück. Warum bist du dann nicht über die Cafeteria Richtung Reaktor? Das ist doch eigentlich viel kürzerer Weg. Weil ich wollte gerade über Cafeteria und da war ich auch zuletzt mit Dalu. Weiß ich nicht, ist der Weg wirklich kürzer? Ich gehe wenn man auf die Map guckt, dann ja. Du warst ja quasi oben und du bist dann aber nochmal runter Richtung Shields gelaufen. Wie gesagt, meine Ausrede ist nur, dass ich nie auf den Alarm reagiere, sondern immer bei den Tasks bleibe. Weil ich noch nicht Matteo, genau Turi wo ich gehe. Oder Lara? Wer ist es? Ja, ich kenne die auch zu schnell. Also Turi votet für mich einfach so, okay. Glaube, ja, du glaubst also du siehst die anderen beiden, aber beschuldigst mich. Alles klar, Turi. Und so. Ja, also ich habe den Knopf gedrückt, weil ich mich einsam gefühlt habe. Wie geht's euch so? Ich fühle mich langsam auch ein bisschen einsam. Matteo hätte mich einmal killen können, als ich alleine rumstimme bei meinem Task. Hat's nicht gemacht. Mhm. Könnte auch das Anfänger verschont sein, aber sehr nicht mehr so viele. Also eine Information, die wichtig ist. Dalu ist gestorben, wir haben ihn aber nicht gefunden. Turi, was hast du denn gemacht? Ich habe oben Weapons gemacht, dann war ich Navigation und habe jetzt zuletzt Oxygen den Code eingegeben. Meine Theorie von der Runde vorher ist, Matteo hat an die Kameras geguckt, um zu sehen, dass wir alle recht sind, weil Lara und Jan, ihr wart ja auch da vorhin. Und wo denn? Hat dann, als du in Navigation warst und an Shields, und hat dann den Reaktor sabotiert, damit wir dahin laufen. Um dann jemanden zu töten, vielleicht von uns. Aber also ich habe den Reaktor ja selbst ausgeschaltet mit Dalu. Ja, aber warum warst du dann so lange an den Kameras? Um zu gucken, wer es war. Übrigens, eine Information, die vielleicht wichtig ist für euch alle. Es war Lara, weil ich habe sie in den Lüftungsschacht springen sehen, gerade eben. Das ist eine ganz gute Information. Das könnte helfen als Tipp. War definitiv nicht im Lüftungsschacht. Ich bin unten lang gelaufen, weil ich den Alarm ausmachen wollte. Ich habe Lara gewotet, ich vertraue. Okay, dann sind sie ja 100% nicht im Lüftungsschacht gewesen. Also, Matteo hat mich nicht getötet, als er die Chance hatte und sehr nicht mehr so gut gespielt. Ich war gerade auf dem Weg, um den Alarm auszumachen. Ich war nicht in irgendeinem Lüftungsschacht. Turi, wir verlieren jetzt die Runde, wenn du nicht Lara votest. Ich sag's dir jetzt direkt. Nee, du bist Imposter. Sind es nicht zwei Imposter? Ja, Lara, wen hast du gewotet? Nee, ist ein Imposter noch. Wie bitte? Ja, das ist Lara. Warum denn? Sicher? Turi, du kannst mir vertrauen. Ihr habt's geglaubt! Ja, aber auch richtig, weil... Ich dachte schon, du bist blind, du läufst auf Theo. Aber sag mal, ist das jetzt ein Bug oder was ist das? Glauben es dir? Was zum Teufel ist das? Ohne Witz, ich dachte auch gerade, das glaubt ihm doch jetzt kein Schwein. Ja, ganz ehrlich gesagt. Mann. Also wer war es jetzt, Lara und Wirt? Ja, das weiß niemand eigentlich. Aber warum ist es Lara wieder? Ja, das nervt doch langsam. Ich will auch mal. Aber das kann jetzt wirklich nur Zufall sein. Das ist eine neue Lobby. Nee, das war jetzt Zufall. Wir haben die Lobby neu gestartet. Hey, Leute, das ist jetzt zum fünften Mal hintereinander Lara. Das ist doch kein Zufall. Matteo, warum sagst du, du hast meine Leichen nicht gefunden, nachdem du mich weggetreten hast mit deinen Füßen? Hä, wo warst du denn? Unten links in dem Reaktorraum. Lara hat mich genau vor deinen Augen umgebracht. Ach, echt? Ja, ich hab's wirklich nicht gesehen. Hat meine Leiche weg und sagt, ja, tut mir leid. Ich hab mich allein. Wirklich.
Tut mir leid. Ja, war schön. Absicht. Ja, ist super, so als Geist die ganze Zeit. Ja, hast du Spaß, Etienne? Du bist mal Kumet und Schäfser, ne? Ich bin Kumet, ja, und eher halt rum, weil sie mich verschonen. Ist fast noch schlimmer. Ist ein bisschen schade irgendwie so. Ich spiel jetzt anders. Mach doch mal die andere Map, damit ein bisschen Abwechslung jetzt mal reinkommt. Nee, ich raff langsam erst, wo die Räume hier sind. Ja, okay, ist ja gut. Die andere Map ist riesig, da findest du ewig lang niemanden und da hast du noch viel einfacheres Spiel als Imposter. Also, ist schon besser, wenn wir jetzt eine Map spielen, wo sich alle dran gewöhnen und dann, wenn einer Electrical sagt, dann weiß der andere, ah, okay, das ist vielleicht der Raum da unten. Ja. Turi, wie zerrissen warst du innerlich mit deiner Entscheidung? Okay, Turi ist gemutet. Am Ende Lara zu wählen. Ja, weil du dachtest ja, ich bin's ja, also dachtest ja, ich bin das, ja. Aber hätte Lara dich auch gewählt, dann wäre es 2-2, dann wäre nichts passiert, ne? Genau, richtig. Und dann hätten wir vielleicht sogar noch verloren, ja. Scheiße. Ja, vor allen Dingen, ich hatte halt einen richtigen Brainfart, weil ich dachte, hä, 2 Imposter, dann müssen ja aber, dass überhaupt schon ein Imposter raus sein kann. Ja, der Wirt war so schuldig wie sonst was, das hat man sofort gemerkt. Ja, das finde ich auch. Das war klar. Merkt man sofort. Habe ich schon beim ersten Meeting habe ich seinen Namen schon genannt. Falsch geschrieben. Ja, und aber genannt, trotzdem. So, weiter jetzt hier. Genau, nächste Runde, let's go. Auch mal jemanden umbringen jetzt. Good luck, have fun. Okay. Lara ist es. Nein. Glaube ich auch. Vermutlich. Bitte. Ja, ich sehe nie tote Menschen, aber das weiß ich theoretisch. Dankeschön. Ich habe Matteo gefunden, komplett in der Ecke unten unter dem Reaktor. Also die Task, die da drunter ist, mit diesem. Keine Ahnung, wo diese Dampfmaschine da ist. Was auch immer das ist da. Unten rechts oder unten links? Ganz unten in der Mitte oder? Unten links. Unten links. Lower End. Also in der Nähe von Electric. Wenn man von Electrical hochgehen würde zum Reaktor. Ach so, Lower Engine, oder was? Lower Engine. Ja, ja. Ach so. Sayuri, wer kam uns am Ende entgegen?
Wer war das? Ich weiß es nicht. Ich habe mir die ganze Zeit die Farben beim Reaktor und bei Security gemerkt, aber gerade... Am Ende kamen wir hoch. Ich weiß es nicht, leider. Wirt? Ja? Warum standest du vorhin so lange im Storage an dem Benzin und bist hin und her gelaufen, statt die Taste zu machen? Weil da mir drei Leute entgegengegangen sind und ich dann die ganze Zeit hin und her getanzt habe. Ja, aber die standen ja oben. Moment! Nee, die sind mir entgegengeraumt im Storage, beim Benzinkanister. Nee, du standest da ganz alleine und bist so hin und her getanzt. Ja, also ich bin hin und her getanzt, weil mir einige Leute entgegengekommen sind. Deswegen, wenn ich eine Sache sagen darf, ich kann nur sagen, ich war einmal kurz in Electrical mit Wirt. Da hätte er mich umbringen können, hat er nicht gemacht. Aber das ist auch nicht falsch. Frage, von wohin kann man wenden, wenn man in Shields reinwendet? Wenn man in was reinwendet? Wenn man in Shields reinwendet. Admin und Navigation? Weil ich nämlich Turi zuletzt in Shields gesehen habe. Aha. Und ich weiß nicht, wie schnell sie denn dann... Ich dachte, wenn man in Vents geht, kann man sich überall hin beamen. Nee, die sind immer ein bisschen verknüpft. So. Wo warst du gerade? Ich bin über die Cafeteria gelaufen. Bevor der Mord aufgeklärt wurde. Also, ich war bei Storage und bin dann Richtung Communication vorbeigegangen. Wo kamst du vorher her, bevor du reingegangen bist? Ich bin an, wie heißt das Ding nochmal, am Reaktor vorbeigegangen, bin dann Richtung... Da, wo die Leiche liegt, also links, ja? Okay. Aber die lag ganz gut in der Ecke, wirklich. Ja, aber gut zu wissen, dass er daher kam. Danke. Beim nächsten Mal merken. Gesehen. Hab's gesehen. Wer war's? Ja, Wirt. Fangster. Ja, ich hätte es auch. Fangster war das. er bringt sie um und reportet mich? Ja, genau. Ich fand's auch komisch, dass Wirt nach rechts gelaufen ist und ich ihn dann nicht mehr gefunden hab. Ich bin an Wirt vorbeigelaufen und da stand Lara noch daneben und ich hab mir gedacht, wenn ich jetzt im Admin war, gehe ich nochmal zurück und hol die Leiche von Lara und das passiert. Wo war die Leiche? Du sagst, sie ist bei Admin. Ich war direkt bei der Leiche und habe sie auch gesehen. Nein, die ist oben. Dass sie umgebracht hat. Du hast die Leiche gesehen, aber nicht auf Report gedrückt? Oh, was? Ich habe sie gesehen, aber ich konnte halt nicht reporten. Alter, ich weiß nicht, dass den Tasten. ja, der Pokémon den ganzen Tag, da kann man halt nicht mehr. Hey, was? Wo ist die Leiche hier? Also, Admin, ich muss auch sagen, das war jetzt sehr auffällig. Nein, Juri, nicht Admin. Ich habe Lara das letzte Mal Communications gesehen mit Wirt. Also Lara liegt da und Wirt wollte gerade nach oben in den Vent laufen und da ich wie immer einfach nur auf den Report-Button drücke, während ich langlaufe, konnte ich die Farbe sehen und Wirt stand noch vor dem Vent und davor schon Misstrauensvotum hat er gegen verloren. Ich auch. Mich hast du überzeugt, ganz ehrlich. Wer auch einmal mit Wirt in einem Raum und er hat angetäuscht rauszulaufen, dann wieder umgedreht. Also es wirkt schon verdammt. Das ist aber ein guter Wort. Richtungswechsel ist ganz verdächtig. Ich hab eben gemacht. Du bist einfach stehen geblieben, hast nicht weitergemacht. Ganz im Ernst. O2 wurde gerade, war gerade Alarm und er ist nicht hingegangen. Er stand da die ganze Zeit. Guckt euch Jan an! Guckt euch Jan an, ihr Narren! Die letzten Worte. Famous last words. Guckt euch an. Mehr Licht. Schon mal gemacht? Thank you.
schon sehr verdächtig, was du da machst. Ich? Du willst doch irgendwas. Ein Stepptanz. Oh, hier ist eine. Hi, ich will nur Zeit verschwenden. Wir müssen noch ein oder zwei Aufgaben machen. Guten Tag. Ich habe gerade eine Leiche entdeckt. Aber eine Sekunde, bevor ich die Taste drücken konnte. Wo? Wo sind wir gerade, Jan? Das ist wir waren irgendwo auf dem Gang Engine rumgetanzt. Ich bin von hier weggelaufen. Ich bin jetzt hier Communication. Zwischen Lower Engine und Electrical. Der Gang. Ich habe all meine Tasks gemacht, weil ich eine kleine Arbeitsbiene bin und habe mich jetzt versucht zu verstecken hier. Etienne hat mir nichts getan und Leon hat mir nichts getan. Aber du bist an der Leiche einfach vorbeigerannt. Ich habe die nicht gesehen. Wo, ja, da war keine Leiche bei mir. Doch, da liegt eine Leiche. Du bist über sie drüber gelaufen. Keine Jan Leiche gesehen. Jan hat die Möglichkeit, mich mehrmals abzustechen an Kameras. Ich stand da einfach und war mit allein. Ja, wir haben beide, ich war mit meinem Taskfähig, mit zur Security-Kamera, da haben wir ein bisschen gekuschelt, so 10 Sekunden aber mindestens oder länger. Hättest du ihn auch abstechen können, Leon? Absolut. Absolut, ja. Aber das ist, finde ich, gar kein Argument mehr, weil das ist so oft, dass der Mörder sich einfach mal ein bisschen unters Volk mischt. Also weiß ich nicht, das ist doch Anfängertaktik. Wer war denn gerade zuletzt an der Kamera? Ich stand die ganze Zeit dran. Ich war da, dann ging hier der Alarm los und bin ich der Masse hinterher gelaufen. Ich war alleine unterwegs, hab ein bisschen hier geguckt. Aber du bist so ein bisschen hergetänzelt, Tu. Ja. Zweimal ins Medical rein und wieder raus, ohne was zu machen? Nee, einmal rein bin ich nur. Ich hab geguckt. Nö, ich bin dir entgegengekommen. Und dann bin ich reingegangen und dann kamst du wieder rein. Ja, aber Turi, wo warst du? Wo warst du jetzt als letztes, als der Report kam? Wenn ich mal fragen darf. Nur mal. Weil ich kam aus Storage in Richtung Jan. Ja. Und da Frank liegt ja die Leiche. Gesehen, und zwar Medbay müsste das gewesen sein. Ja, zweimal aber Medbay. Ja, genau. Und es hat so Schwing gemacht in meiner Nähe. Ich bin wieder da rein, weil ich gucken wollte, ob du nicht zufällig durch diesen Vent im Boden da wegkriegst. Aber nee, du bist ja wieder raus. Also es fehlen noch irgendwie ein paar Tasks. Also wir können direkt reporten, ne? Also die Leiche liegt ja hier noch. Nee, die ist jetzt weg. Ein Vote in der Mitte cleart die Leichen. Ah, okay. GG, es war Eddie und? Eddie und ich. Eddie! Aber ich hab doch niemanden umgebracht. Jan, du bist einfach über diese Leiche rübergelaufen und hast sie nicht gesehen. Hab ich jetzt gewonnen oder verloren? Eddie, ihr habt jetzt verloren, weil die Tasks alle fertig gemacht wurden. Ach, ich hab verloren. Ja. Du hättest Jan einfach die ganze Zeit damit niedermachen können, dass er die Leiche übersehen hat. Ohne Spaß, also, ich habe da keine Leiche gesehen. Das habe ich auch überlegt, aber ich hab's nicht übers Herz gemacht, weil er hätte mich eigentlich in Flagrant. Ich bin allerdings planlos, häufig habe ich diese Maps-Karte offen, vielleicht war die Leiche dann verdeckt oder so. Ich habe echt nichts gesehen. Ich habe die umgebracht und bin weitergelaufen, kam dir direkt in deine Arme und du bist an mir vorbei über die Leiche und hast sie nicht gesehen. Das ist wie im wahren Leben, ich gehe über Leichen. Schaut euch so an und dann überlegt ihr so, was mache ich jetzt? Und ich dachte erst, Jan ist dann auch der Mörder. Aber Jan, guck mal. Jan, achte mal drauf, wenn da an der Seite ist ja dieses Megafon für Report. Ja. Wenn das leuchtet, dann kannst du reporten. Auch wenn du keine Leiche siehst, achte da mal drauf in der Peripherie. Dann immer Report drücken, auch wenn du die Leiche nicht siehst. Wie du bist halt wirklich... Weil
drüber. Boah, das war echt schwer, ey. Ihr habt so schnell die Tasks gemacht. Ich hab dann plötzlich irgendwann mal oben auf den Balken geguckt und gemerkt, so scheiße, ich muss ja mal langsam jemanden töten. Und ihr wart aber immer so viel zusammen. Ja. Ja, wir haben uns sehr oft Zeit gelassen, weil jedes Mal, wo ich dachte, oh, jetzt kann jemand noch, oh nee, lieber nicht. Jetzt kann jemand, und dann habe ich es einmal gemacht, dann kommt mir gleich jemand entgegen. Aber das Geile war, wie schnell Eddie geswitcht ist von Wirt ist mein Kumpel zu Wirt ist verdächtig. Ja, das war das war klar, in dem Moment, wo ich wusste, Wirt verliere ich, dann kann ich auch auf ihn draufhauen. Ja, er hat mich gleich den Tumor abgeworfen. Ja, natürlich. Ich bin leider aus der Lobby raus, ich gehe nochmal ganz kurz rein. Ach, das macht Spaß, aber ich will man muss doch erstmal reinkommen in das Mördern. Ja, und das Geile ist. Ich brauch so lange, bis ich diese Drecksmap verstehe. Es ist echt doch ein bisschen Lernkurve hier. Ja, dann lass mal eine neue Map machen für dich, ne? Das ist so prickelnd, wenn man neben jemandem steht, dann zu töten, aber sich zurückzuhalten, weil man denkt, kein guter Zeitpunkt. Ja. Und denkt dran, ihr könnt als Imposter diese Lüftungsschächte benutzen. Die sind super stark. Du kannst auch in einen Lüftungsschacht reingehen, einfach warten. Das habe ich gemacht beim ersten Mord. Ah, geil. Sehr gut. Da habe ich doch noch die dumme Frage gestellt. Ich dachte, man kann überall hin. Ihr solltet nur wissen, dass wenn ihr im Lüftungsschacht seid, geht euer Kill-Cooldown nicht runter. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit in dem Lüftungsschacht seid und dann jemanden töten wollt, dann seid ihr am Arsch. Aber wer hat denn die ganze Zeit die Sabotagen ausgelöst? Weil ich habe es nicht gemacht. Das kannst du doch als Toter. Genau. Ich habe mich die ganze Zeit, ich wollte immer einen Moment abwarten und ich so, wer macht das denn gerade? Ja, ich bin doch der Böse. Da wir nicht kommunizieren können, dachte ich so, ich mach's einfach mal und vielleicht kannst du daraus was machen. Okay. Lara, das hatte ich in unserer ersten Trader-Runde übrigens auch. Ich wollte die ganze Zeit, meinen Plan machen und immer wenn was ready war, hast du was gedrückt. Entschuldigung, ich dachte, ich helfe dir, wenn du jemanden killen kannst. Sorry. Alles gut, wie gesagt, man kann ja nicht kommunizieren. Also, ja, das stimmt. Okay, wollen wir direkt nächste Runde? Yes. Good luck, have fun. Übrigens kurze Werbung für alle, die sich fragen, wo ist Kino Plus? Kino Plus, gleich neue Folge im Anschluss. Kann ich schon mal sagen, wir haben heute ein bisschen die Dings getauscht. Zeit. Ja, dann. Eine Leiche. Alter. Oben rechts. Max, ne? Der Funk am Asteroid. Oh Gott, der Arme. Schippt die ganze Zeit. Oh Gott. Jetzt hab doch Erbarmen. Tja, würde mehr Pokémon spielen. Wer war denn auf der rechten Seite? Ich hab gezählt. Turi, Sayuri, Lara war nach rechts gegangen am Anfang. Nee, waren da nicht noch mehr. Wir waren irgendwie sechs Leute. Ich war am Anfang auch rechts, da war eine Riesengruppe im Navigation. Also Matteo und Lara waren mit mir eben in Admin oder sind mir entgegengekommen, als ich aus Admin raus bin. Genau, ich kam von unten zu Admin rein. Unten habe ich Jan gesehen, der eine Task gemacht hat, und ich habe Leon gesehen, der den Kanister aufgefüllt hat. Wo lag die Leiche da? In Admin oder was? Nee, in Asteroids. Also oben rechts an diesem an dem Sessel. Offensichtlich sind alle unschuldig. Das heißt, komisch. Muss ja noch jemand zurückgegangen sein. Wirt, Turi und Dalu. Wirt, Turi und Dalu. Moment. Dalu und Leon können bestätigen, dass ich hier die ganze Zeit versucht habe, die Karte zu swipen. Ihr seid sogar vor. Also ich weiß, dass du da standest, Wirt, aber ob du die Karte geswiped hast, weiß ich ja nicht. Du standest da. Dann Turi und Dalu. Ich möchte kurz anmerken, habt ihr gesehen, wie kurz das Licht nur aus war? Ich habe am Stromkasten gekämpft. War sehr kurz, Sehr gut gemacht. Also vom Timing her müsste es auch ungefähr dann gewesen sein, als das Licht wieder anging gerade.
der Kill, weil ich bin irgendwie ich so nur zwei gesehen, Sekunden... Mit 6 Leuten standen wir da irgendwie auf einem Punkt. Ja, genau. Und ich bin nach oben über Weapons auch gegangen und war dann am Ende bei Admin. Ja, da, da war Funk noch nicht da. Das heißt, es muss danach geschehen sein. Warte mal, du warst am Ende bei Admin? Nee, nicht am Ende. Du hast den Kanister gemacht. Ja, genau. Ich war dann bei Admin. Okay. Und dann bin ich runtergegangen zum Kanister. Fangs zweite Aufgabe wird Asteroids gewesen sein. Das war eher in der ersten Hälfte der Runde. Wo weil war Matteo denn? Es muss am Ende gewesen sein. Matteo war ein Admin. Ich war ein Admin. Mit Lara. Es muss in den letzten 15 Sekunden gewesen sein, der Kill. War doch mit mir da. Als ich Admin gegangen bin, kam Fang mir schon entgegen. Ich kam da gerade dazu rein. Okay, wir wissen es nicht. Einfach erstmal weitermachen, Informationen sammeln und nicht sterben. Bis gleich. Don't kill. Hallo. Wer hat wo gefunden? Hallo? Hallo? Wirt? Wirt, du bist. Sorry. Okay, die Leiche von Lara liegt im Medical Bay. Okay. Wo da? Hast du jemanden gesehen, der da irgendwie in der Nähe war oder so? Nee, ich bin vorher bei O2 bei Dalu gewesen. Da habe ich gesehen, wie er das Ding wieder aktiviert hat. Und ich möchte sagen, wenn ich das nicht ausgemacht hätte, hätten wir schon verloren. Da war nämlich niemand. Genau. Und jetzt kommt eine. Turin stand da eigentlich vorhin in der Nähe, bevor das Ding deaktiviert wurde und hat es nicht deaktiviert. Und da dachte ich mir so, warum musste jetzt das einer von uns bauen? Also eine Sache, die mich stutzig gemacht hat, war, ich habe in Admin O2 ausgeschaltet den Code und habe dann gemerkt, okay, der Alarm geht weiter. Das heißt, das zweite wurde nicht ausgeschaltet. Dann bin ich nach oben gelaufen in die Cafeteria und da habe ich Eddie gesehen. Und Eddie ist, statt zu dem Alarm zu laufen, nach links Richtung Medbay gelaufen, obwohl der Alarm... Genau, also Eddie, was aber ist Leon, dein Alibi? Mein Alibi ist, ich habe die Security-Kameras gesucht, bin zur Security-Kamera gelaufen. Am Medbay vorbei. Was war deine letzte Task? Sag dir mal die letzte Task. Was war das? Kabel auf jeden Fall. Wo war das? Ah, diese Kabel, ja. Ich war bei Storage, genau, bei Storage, Kabel direkt oben an der Tür. Bin dann hoch zur Cafeteria, hab wieder mal auf die Map geguckt, hab geguckt, wo ist Security, bin zur Security und das da stehe ich jetzt. Aber können wir auch noch rausfinden, wo Leon war? Leon habe ich. Leon ist mir tatsächlich. Leon war der Einzige, den ich in den Security-Kameras übrigens gesehen habe. Allerdings, eine Sekunde danach wurde reported. Also, ich kann jetzt nicht irgendwas sagen. Ich kann mal ein Path sagen. Ich bin Mau bei Reaktor entgegengekommen, nach oben zum Einfilmen, weil ich Benzin gemacht habe. Bin dann über Medbay. Da habe ich Etienne getroffen, war am Ende bei Admin und habe da die Kabel gemacht. Hat mich Etienne auch in den Kameras gesehen. Okay, und dann hat es Etienne noch geschafft, zu dem Kameraraum zu kommen. Und dann hast du ihn, Medbay, erst die Leiche gefunden. Ihr habt euch doch oben schon getroffen. Die Story stimmt doch nicht. Irgendwas klingt fishy. Ja. Also Eddie und Leon sind auf der. Ich bin Matteo brav hinterhergelaufen, der war dann ganz ich verlässlich. Ich laufe jetzt einfach Matteo hinterher, mich unschuldig zu beweisen. Ich hatte keine Tasks mehr. Du hattest ja auch noch nie Tasks. Ja, so. Was ist hier los?
Okay. Okay. Ist jemand gestorben, oder? Jan ist dead. Ja, Jan. Irgendwas mir in Storage eben sogar noch entgegengekommen. Jan liegt in zwischen Navigation und O2. Also mitten auf dem Gang eigentlich. Ich war eben Electrical, bin dann zum Admin, wollte O2 fixen. Und also, dann war es aber schon gefixt. Genau, dann habe ich euch gesehen, wurde auch schon gefixt und dann bin ich runter nach rechts gegangen. Ich kann Matteo zumindest für diesen Mord entlasten, weil ich ihm die ganze Zeit gefolgt bin, um ihm zu beweisen, dass ich unschuldig bin. Und also mir gedacht habe, wenn so ein Mord passiert, wenn ein Mord passiert und ich in der Nähe von Matteo bin, kann er mich nicht mehr beschuldigen. Ja, für den einen Mord nicht, aber es gibt auch nur einen. Aber okay, ich bin ihm so lange hinterhergelaufen, dass ich dann natürlich das Team der Imposter sehr geschwächt hätte, weil ich einfach nichts mehr gemacht hätte für die Imposter. Ja, auf der anderen Seite habe ich auch Matteo aus dem Spiel genommen, falls er der Mörder ist, weil er konnte auch nicht wirklich. Wir sind eine Zeit lang mit Jan rumgelaufen. Aber Leon, wo warst du denn die Runde? Ich bin nach unten. Also ich war erst beim oberen Oxygen mit dir zusammen und Fury. Du bist dann mit mir zusammen über Weapons gegangen. Ich bin dann nach unten, habe das zweite Mal Benzin aufgefüllt und habe am Ende Benzin unten aufgefüllt. Da haben mich auch Etienne und Matteo gesehen. Nein. Doch, unten bei Electrical bin ich euch entgegengekommen. Matteo. Ist er uns entgegengekommen. Ja. Nachdem okay, er den Mord begangen hat. Nachdem er den Mord begangen hat. Der Mord war doch rechts oben. Das kann ich weder bestätigen noch verneinen. Unten. Nee. Der Mord war rechts unten, oder nicht? Doch bei Navigation. Bei Navigation. Ja, genau. Rechts in der Mitte eher so. Ja, und ich bin doch von rechts nach links runter in die Mitte und dann nach links gegangen. Also kann ich es doch gar nicht gewesen sein. Wer war denn alles oben bei O2 und hat oben gefixt? Ich habe den O2 oben ausgemacht. Ich war auch da. Was ist denn eigentlich mit Wirt? Ich? Moment. Ich hab Zahlen gedrückt. Oh, da hat sich gerade noch... Ja, da hat sich doch noch wer geoutet. Oh, was? Ja, wir hören uns gleich nochmal wieder. Das solltest du auch machen. Glaube ich, wird. Wer ist tot? Wer ist tot? Ist doch keiner gestorben? Matteo ist gestorben. Wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn alle? Also, Matteo ist gar nicht tot. Natürlich ist doch, Matteo ist tot. Matteo wird bei mir nicht als tot angezeigt. Doch, Matteo ist tot. Also, sorry, wir waren auf der linken Seite. Dalu, du warst mit Turi gerade im unteren Oxygen, richtig? Ich bin eigentlich nur im Kameraraum gestanden, bin kurz links in den Raum. Ich war gerade am Ende. Nee, genau, ja, aber dazu möchte ich auch noch was sagen. Aber ja, da stand Turi. Okay, ich hab Dalu nicht gesehen. Okay, weil du das Menü offen, wenn hattest. Genau. Also Turi, Dalu und ich waren da. Mao und ich sind zusammen von Reaktor nach rechts gelaufen. Etienne war noch im Reaktor drinne. Er war hinter uns. Den hab ich auch noch gesehen, dass er da Maus nach rechts gegangen und drei Tests gemacht in Reaktor. Um das obere Oxygen zu machen. Das heißt, angeben, es kann entweder aus meiner Sicht Mao gewesen sein, die einen Self-Report gemacht hat, oder Wirt. Ey, weil Wirt habe ich überhaupt nicht gesehen, die Runde. Ich war doch bei dir, war ich nicht mit dir und Dalu hier im Überwachungsraum? Ja, aber das ist Dalu war doch, Dude, ich war da, danach bin ich dann hier Richtung Electricity gegangen. Und da bin Leute, ich möchte kurz in den Raum werfen, dass ich glaube, es ist Turi. Als ich in den unteren Oxygen reinkam, stand Turi an der Konsole schon.
ich habe mich dann erstmal daneben gestellt, weil ich nicht auf einem Stack stehen wollte, weil ich Angst hatte, gekillt zu werden. Dann habe ich gesehen, dass das Ding immer noch nicht fertig ist, bin selber rangegangen und habe sogar noch geschafft, 4 von 5 Zahlen einzutippen, bevor das Ding confirmed wurde. Und ich glaube, Turi wollte die Quest gar nicht machen. Nein, also ich habe die Zahlen schon eingegeben, aber nicht jeder schafft das innerhalb von... Also sowas müsst ihr halt auch bedenken. Nicht jeder schafft. Aber sowas kann man natürlich auch lügen, das ist ja auch klar. Ja, da ist jetzt für mich Aussage gegen Aussage. Turi, bist du sehr, sehr langsam. Wir müssen eigentlich wen voten, weil sonst gibt es einen Double Kill. Wir verlieren. Hm. Hey, fast fertig mit der Task. Ja, na, ist egal, es gibt Alarm Double Kill. Super verdächtig wird einfach. Okay, gut. Dein gesamtes Verhalten. Also, das ist bereit. Okay, also ich möchte nochmal kurz, weil wir jetzt ein bisschen Zeit haben. Wir müssen eigentlich wen rausschmeißen, weil wir haben noch 2 Imposter. Und wenn jetzt beide Imposter einen Kill machen, haben sie automatisch gewonnen. Das heißt, die werden einfach gleich ihren Cooldown wegspammen und dann ist vorbei. Selbst wenn wir jetzt einen rausschmeißen und wir treffen den richtigen, haben wir eine Chance. Treffen wir den falschen, haben wir auch verloren. Also der Gamble, wen rauszuschmeißen auf Verdacht, ist besser als niemanden rauszuschmeißen. Da würde ich gerne Jan dazu befragen. Stimmt das vom Chancen? Was die da sagen. Ich habe keine Ahnung. Er ist tot, er darf nicht sagen. Okay. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil selbst Tote können immer noch das Schiff reparieren. Okay. Also wir sollten 4 gegen 1 spielen als 4 gegen 2. Das Ding ist, ich habe durch die letzten Sessions gemerkt, Dalu hat gerade so das Ruder in der Hand, es könnte Dalu sein, der hier alles... Oh Mann, Leon, jetzt mach doch aber mal ganz kurz, eine Frage, könnte es nicht auch 3 gegen 2 werden? Ja. Aber das wäre ja, aber 3 gegen 2 oder 4 gegen 2 spielt keine Rolle. Weil die beide Traitor einfach nur killen müssen, um zu gewinnen. Es ist egal, ob die jetzt 1 oder 2 Leute killen. Sie können gleichzeitig winnen. Okay, also okay, Sayu und ich sind es schon mal nicht. Nein, Sayuri wird einen Safe-Report gemacht haben und Turi ist die andere. Hm. Warum denn jetzt ich? Also Turi war eben schon verdächtig. Also, dann würde ich auch sagen... Nur weil ich... Ja, es sind manchmal sind's ganz kleine Sachen. Gebracht habe, um den Oxygen zu... Genau. Aber warum auf einmal ich... Also selbst wenn du unschuldig bist, hast du die... Switch. Ja, weil dann hast du die Ziffern so langsam eingegeben, dass wir dich auch nicht länger gebrauchen können, ganz ehrlich. Okay. Gut. Naja, irgendwie müssen wir eine Entscheidung treffen, Leute. Also ich hab irgendwie das Gefühl... Ich hab echt das Gefühl, es ist Dalu. Dann hätte ich aber jetzt einen Seismic gemacht und einfach... Ja, aber das machst du ja vielleicht... Kann sein, dass du einen Innoer auch nochmal raus willst. Du bist ein so krankes Schwein, Dalu, ich kenn dich. Komm, jetzt hör doch auf! Ich hab auch die ganze Zeit die Leute gesagt, erst... Ja, ist ja eh. Ich weiß. Leon, wir verwirren uns schon mal hier. Entscheidet ihr das? Oh. Was für Vote, ey. Warum wurde ich gevotet? Weil du immer verdächtig bist, Wirt. Dude, schau es mir rein. Thank you.
Danke. Ich hätte es nie gedacht. Ich bin so enttäuscht. Alter, Tayuri, ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Das war wirklich gut gespielt. Ey, Tayuri, wir sind doch Buddies, wir sind doch 10 Minuten lang nebeneinander rumgelaufen. Ja, ich habe gewartet, bis mein Cooldown. Ich habe mich so sicher an deiner Seite gefühlt. Und danke, dann kommt dass ihr mir trotzdem geglaubt hat. Obwohl, nee, ich glaube, nur Eda hat mit mir einen rausgevotet. Ja. Der Rest wollte ich mir nicht warst du, wer war denn der zweite? Oh, Dalukat oder was? Nee, Turi, hab ich doch gewusst. Hab ich doch gesagt, von wegen Toxic. Ich sehe doch, erkenne doch einen Mörder. Ganz im Ernst, Leute, jetzt mal kurz Ruhe hier. Ich habe wirklich den Scheiß-Code eingegeben und ich habe mich einfach vertippt, weil da stand irgendwie 327 und ich habe. Ja, aber okay, du hast aber nicht gesagt, dass du dich vertippt hast. Du hast einfach nur gesagt, du hast langsam eingegeben. Weil du zittrige Hände von deinen fiesen Morden hattest. Deshalb hast du dich vertippt. Stimmt, das Adrenalin. Oh Mann, der Mord an mir war auch so assi, Turi. Aber Turi, es tut mir trotzdem leid, aber das war der einzige, sozusagen, das war das, worauf ich mich aufgegangen hatte. Dalu, das war einfach perfekt geplayt, weil ihr hättet voten müssen. Aber ja, Mau, du genau. hast krass gut gespielt. Du hast krass gut gespielt, Mau. Du hast alle anderen sich gegenseitig beschuldigen lassen. Ey. Ich war tot und dachte, du bist es nicht. Ich möchte mich auch bei Funk entschuldigen. Ey, Max, ohne Scheiß. Ich spiele gegen einen neuen Imposter, das ist okay. Das hätte ich niemals gedacht, Tayuri, ganz ehrlich. Niemals. Tut mir leid. Aber ich musste jetzt endlich mal ein paar Leute töten. Ich war erstmal Imposter seit 10 Runden, wo ich nur tot war. Ich wär für dich durchs Feuer gegangen. Ich hätte ich war mir so sicher, dass du unschuldig bist. Das kann ich einfach nicht glauben. Umgebracht, also ja. Ich kann das nicht glauben. Ich dachte am Ende, so ist Leon, weil Leon so gegen Dalu gegangen ist. Ja, deswegen dachte ich auch, dass es Leon war. Ey, ihr kennt Dalu mittlerweile. Leon, aber irgendwann, wenn ich Crewmate bin, muss ich ja auch was machen. Ja, aber trotzdem, ich habe halt nie wieder Vertrauen in dich. Ja, also für mich ist es jetzt hier letztes Match, weil dann beginnt hier gleich die nächste Sendung. Aber eins mache ich noch. Okay, cool. Das Ziel ist überleben. Kurze Pause jetzt. Ja, aber ganz kurz. Muss weniger als 7 Minuten sein, weil dann. Ja. Ja, warst du ja schon mal Mörder überhaupt? Ich war einmal, ja. Ich war nur Opfervieh. Ede war in einmal warst du, oder? Doch, ich war einmal, wo ihr gewonnen habt. Nee, da war ich ja nicht, aber. aber wo ich zu langsam die Leute umgebracht habe. Wo Wirt auch. Ich war mit Wirt zusammen und hab mich dann gegen ihn verbündet. Ja. Achso, du warst gleich alleine. Ich sabotiere alle und du tötest alle, dachte ich so. Letztendlich hat sich keiner von uns dazu entschieden, jemanden zu töten. Ja, ich war nicht bereit. Naja, aber es ist doch eine krasse Lernkurve so als Anfänger. Ich brauche so lange zu wissen, ey, welcher Raum ist jetzt welcher und welche Task ist da, wenn man das drauf hat. Ja, da musst du öfter mitspielen, ja. Ja, ich weiß, ich muss üben. Ich werde heimlich fleißig üben. Ja. Es ist halt wirklich ein Spiel, wo man. Man verarbeitet nach der Session ganz viel noch irgendwie, wenn man zu Hause im Bett liegt und denkt so nach, so, was hätte ich ja machen können, das ist echt heftig. Wir wissen alle, was du machst, wenn du zu Hause im Bett liegst. Das ist korrekt, ja. Schach spielen. So sieht's mal aus. Ja, da. Nicht mehr. Eddie, hast du Schach gespielt, seitdem wir das Finale hatten? Nein, aber Schach geguckt. Ah, okay, ja, es geht mir genauso. Naja, trotzdem, ich habe echt das Problem, ich bin immer auf diesem First Level, hä, wo bin ich gerade, wo ist der nächste Task? Ich kann gar nicht so weit denken, euch noch anzulügen dabei. Ja, man muss dann auch irgendwann anfangen, sich eine Mindmap zu bauen, wenn man Imposter ist, was man angeblich getan hat. Also, ich war dann da und habe das gedrückt. Guck mal, der redet schon wie so ein Psychopath. Das klingt so Hannibal Lecter-mäßig. Ja, ne? So in seinem Gedächtnispalast baut er sich eine Mindmap. Gefährlich, ey. Okay. Wenn ich Inno bin, habe ich halt voll oft, dass ich auch Leute einfach beobachte. Und mach dann gar nicht so viele Tasks, aber wenn ich Imposter bin, dann versuche ich immer so viele Tasks wie möglich aufzuzählen. Das ist eigentlich auch. Weiß ich nicht. Vielleicht auch gar nicht so. Und das war ein Safe-Report, oder? Oben rechts? Ja, ja, okay. Übrigens, Eddie, du hast als aber du Imposter waren warst. Safe-Report, ja. Glaube ich einmal schon. Als du Imposter warst, das fand ich erst direkt komisch, den anderen. Ja. Direkt am Anfang in der Cafeteria bist du nach oben gegangen und hast die Tasks gefaked, wo man die Blätter raus. Das ist korrekt. Rauslüftet. Und ich habe sofort bin ich nach oben gelaufen und habe gesagt. Okay, Eddie hat diese Task in der Runde davor schon mal gemacht. Er kann unmöglich so lange für diese Task nochmal brauchen. Er ist Imposter. Habe ich sofort gesagt. Und dann hast du mich aber getötet, leider. Ja, weil du das gesagt hast. Ist Funk noch da? Okay. Den höre ich so selten. Wir werden gleich rausgeschmissen wegen Inaktivität. Oder? Ja, Funk ist aber AFK. Oh nein, er ist AFK. Also, er kommt aber gleich. Du spielst doch, oder? Wollen wir dann nicht einfach kurz starten und dann die Runde abbrechen und neu starten dann?
Ja, oder einfach warten, so. Oder? Ja, aber wenn wir warten, wird die Lobby aufgelöst. Also ich glaube, wir Spiel starten und warten. Minuten. Alle bleiben am Tisch stehen. Das passiert doch nichts, oder? Das stimmt. Ja, das Einzige, was halt runtergeht, ist der Kill-Cooldown, aber es sollte okay sein, oder? Okay, bevor die Lobby sich auflöst, starte mal, ja. Wir warten einfach am Tisch. Okay. Okay. Hey, dann können wir uns auch einfach mal so im Spiel unterhalten. Jo, was geht? Hallo? Hallo? Sind denn alle da jetzt? Nee, fangen wir nicht. Noch. Deswegen stehen wir hier. Nicht bewegen. Okay. Nicht bewegen. Keiner bewegt sich. Keiner bewegt sich. Bleib da. Ich sehe dich. Okay, Funk ist in der Mitte. Ja. Und bei euch so? Wer ist am Pasta? Super. Hallo? Was denn? Guck mal, ja, Mann. Hallo, steht ihn mit drin. Ja, okay, falls der Imposter gleich... Sechsmal schnell killen. Bitte nicht sofort töten, okay? Bitte nicht sofort töten, weil es wäre assi jetzt. Aber Matteo, das ist aber ein gutes Mindgame, das einfach so reinzucallen, wenn man selber Imposter ist. Mhm. Stimmt. Jetzt dann soll ich ja den Stackel jetzt machen, oder? Mhm. Ich mach den jetzt schnell. Wir stellen uns alle in Funk, dann checkt er vielleicht. Okay, dann Funk. Aber Funk muss vorne stehen. Also gleich ist der Imposter und tötet einfach einen von uns. Ja, das sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, das ist ja. Gut. Ich glaube, Turi ist auch noch nicht da, oder? Da, nicht bewegen. Ah, oh, Turi auch. Okay. Okay, gehen wir jetzt alle in Ruhe auseinander. Okay, ja, ganz langsam. Okay. Ist wie so ein Mexican Standoff. Ist jetzt los. Ja, ja, ist da, ist da. Geht's los, los. 30 Sekunden, los. Ist Turi denn da? Ja. Also, Funk. Nicht direkt töten, bitte. Ruhe, jetzt keiner mehr reden. Okay. Erstmal Dankeschön, ihr seid super süß, ne? Also, Max ich lebt. Ich komm gerade aus Electrical gelaufen mit Wirt und Turi, was glaube ich? Genau. Wirt ist dann nach oben abgehauen bei Storage und Turi, Etienne und ich sind zusammen weiter nach rechts gegangen. Etienne kam uns irgendwie komisch entgegen und ist dann mit uns gelaufen. Das stimmt. Und dann sind wir zu dritt über eine Leiche gelaufen. Jeder ist irgendwie drüber gelaufen. Ich kann nicht anders sagen, dass das für euch sehr komisch aussehen muss. Aber ich habe gemerkt, ich wollte eigentlich eine Task machen und dann gab es diesen Alarm und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt wieder nicht zum Alarm laufe, dann heißt es, du bist der Einzige, der nicht zum Alarm gekommen ist. Aber Etienne, genau. Du bist nicht zum Alarm gelaufen, der Alarm war genau neben dir. Hä, nee, ich bin mit euch gelaufen, zu diesem, wo der Pfeil hinzeigt. Ja, aber ich habe währenddessen aber gemerkt, dass unser Pfeil schon weg ist, wir hätten ganz anders laufen müssen. Zum Atmen. So was obere Disable. Ich bin auf jeden Fall Turi einfach hinterher. Ich stehe am oberen dran. Ich bin von Cafeteria nach oben gelaufen, hab Oxygen. Stehe genau ich jetzt hab Admin ausgemacht und hab mir dann zugeguckt, wie ich verzweifelt versucht habe, immer noch bei Admin hinzuklicken. Hm. Ja, schwarz und pink habe ich auch bei Admin gesehen, eben als kurz bevor der. Jan war auch da bei Admin. Leon, sag mal genau, wo die Leiche lag. Also direkt im Gang über Shields. So 2 Meter aus Shields Richtung raus. Richtung Navigation, nach oben. Ja. Genau. Und ihr seid zu dritt dann reingelaufen, oder was? Genau, wie gesagt, Etienne kam uns halt von rechts so irgendwie komisch entgegen, ne? Nee, ich kam aus Admin, das kann Jan bestätigen, bin Richtung, ich hab unten Benzin eingefüllt. Ja, ich hab Benzin eingefüllt. Und bin dann wollte ich nach links und dann hab ich euch da irgendwo getroffen und bin mit euch nach rechts. Warte nochmal ganz kurz. Eddie, du hast die Leiche nicht gesehen, bist du dran vorbeigelaufen? Ich hab die Leiche gesehen. Ich war ja quasi exakt auf Turi drauf. Also, sie hat einfach eine Sekunde vorher gedrückt. Du bist also, als du Benzin getankt hattest, dann ist der Alarm angegangen und dann wolltest du da hinlaufen, ne?
Nee, ich weiß nicht mehr, wenn der Alarm. Er soll nach links laufen, dann ist er nach rechts mit uns zusammen. Warum werde ich so viel gefragt, ehrlich gesagt? Ja, gut, aber das habe ich auch öfter, dass ich in eine Richtung laufe und merke, oh scheiße, habe ich gar keine Task und dass ich dann nochmal zurücklaufe. Warum hat Jan das hier gewohnt? Alter. Das ist ja wirklich albern. What a twist. Seriously? War's doch bei Admin. Deine Story ging nicht so wirklich auf. Aha. Auf jeden Fall habe ich dich da nicht gesehen. Ja, gut. Eine Leiche liegt. Also Sayu ist es nicht. Ich möchte ganz kurz Sayu verteidigen, weil wir beide wurden gerade eingesperrt. Ja, aber ich habe die ja reported, ne? Wo war die Leiche? Und? Ja gut, ich meine, ich hätte dich töten können. Aber in Security, direkt an der Kamera. Das Ding ist, ich bin gerade nach oben gelaufen und die Tür war bei Security zu. Und das fand ich halt schon so weird. Dann bin ich kurz in den Reaktor und dann habe ich gewartet, bis die Tür aufgeht, weil ich einfach, ich wusste, dass da eine Leiche drin liegt, weil das war so weird, das war so random einfach. Ja, und dann lag wer war es überhaupt, Etienne? Die Tür war aber vorhin auch schon zu in Security, ne? Okay, aber wie lange bleiben die zu? Ich habe keine Ahnung. So 10 Sekunden in der Runde? Ich meine, in der ersten Runde sogar noch. Ach so, in der ersten Runde. Genau, da standen wir, glaube ich, zu dritt vor. Ich glaube, du, ich und Dalo. Aber das ist ja schon die Runde davor gewesen. Ich habe nur eine kurze Frage. Mit wem bist du rumgelaufen, Mao? Hast du ein Alibi, dass du mit jemandem rumgelaufen bist? Ich war gerade die ganze Zeit mit Funk im Electric und wir waren da eingesperrt zusammen. Kannst du es, aber bevor du die Leiche gefunden hast, Max, sag mal bitte, wie lange du Mao gefunden hast, gesehen hast. Also, wir waren eingesperrt, standen beide vor der Tür und dann sind wir rausgelaufen. Und seitdem sind jetzt acht Sekunden, neun Sekunden vergangen. Frank ist nach rechts gelaufen, ich bin nach links gelaufen. Ich war vor Electrical, die Tür war zu, dann kam Sayu rausgelaufen. Ich bin reingelaufen und Matteo war dann auch. Ich hab meinen Task gemacht hinten. Aber warst du mit eingesperrt oder warst du danach rein? Ja, Jan, ich war die ganze Zeit von links. Also warst du mit eingesperrt da? Ja. Ich hab keine Ahnung, ob die Tür zu war, ich war hier hinten drin. Ich sehe das ja nicht. Da kam mir noch irgendwer entgehen davor? Ich glaube nicht. Alleine da in dem ganzen Bereich. Jan kam halt von links, hat uns dann in Electrical gesehen, wie wir da eingesperrt waren. Ich habe gesehen, wie Sayu rauskam aus Electrical, als die Tür aufging. Bleibt die Tür denn zu, auch wenn der Tür-Lockdown vorbei ist? Oder warum war die Tür bei Sayu zu, wie sie meint? Ich weiß nicht. Also die Türen kann man ja einzeln auf und zu machen. Ne? Das müssen ja nicht alle zusammen auf und zu gemacht werden. Es ist immer nur ein Bereich, der zu ist. Okay. Da gibt's da keinen Cooldown. Hatte Jan nicht gerade Etienne sogar gewählt? Er ist ja tot. Ja, stimmt. Ja, aber fand ich halt weird eben, als du ihn einfach so ge... Ich dachte, ich krieg keine Mehrheit. Letztes Spiel, ich wollte ihn nochmal. Aber warum hast du ihn einfach so gewählt, oder was? So war's. Hast du jetzt davon? Schmeißen sie mich gleich raus, nur wegen des Kleinen. Hallo.
Ich habe Viet gefunden in Medbay. Also ich war. Und wo kamst du denn? Von Admin und bin jetzt Richtung Reaktor gelaufen. Was ich ein bisschen komisch finde, dass Sayuri immer dabei ist, wenn irgendwo die Türen zugehen. Ja, aber ich wäre ja dumm, wenn ich Türen zumache, direkt neben mir, oder? Eben in Admin muss die Tür auch zugegangen sein, weil, als ich raus wollte aus Admin, habe ich dieses Luftschleusengeräusch gehört, wie wenn halt Türen auf. Das Ding ist, ich habe gesehen, dass unten in Admin schon Leute den Code eingeben, wollte dann gerade nach oben rum, dann wurde direkt vor meiner Nase die Tür zugemacht, dann wollte ich nach unten lang, dann wurde es aber schon gefixt, dann bin ich trotzdem lang gelaufen, weil ich gucken wollte, ob oben bei U2 aber irgendwer getötet wurde. Wie konntest du denn sehen, dass da der Code eingegeben? Ich habe dich gar nicht gesehen. Weil der Pfeil nicht mehr da war. Ja, aber danach bist du ja nicht mehr reingelaufen. Weil ich wissen wollte, ob da jemand getötet wurde. Ich gucke halt immer nach, weil die Sicht ist ja so klein, dass du halt nicht siehst, also dass du halt den ganzen Raum nicht siehst. Deswegen laufe ich halt immer komplett in die Räume rein und gucke, ob da halt irgendwer beim Code machen oder beim Code machen getötet wurde. Also ich war auf jeden Fall die letzten 25 Sekunden. Ich will nur sagen, dass Tori gerade von oben uns entgegenkam. Ich weiß nicht, wer mit mir mitgegangen ist. Aber von wo oben? Von Cafeteria oder was? Ja, von Cafeteria. Eigentlich kam sie von oben mir entgegen, als ich gerade Richtung O2 oben gegangen bin. Und jetzt ist sie wieder in Medbay. Wo war die Leiche? Medbay. Wo war die Leiche? Hat sie gesagt. Medbay. Ich war die ganze Zeit mit Funk unterwegs. Wir machen die ganze Zeit Aufgaben nebeneinander, halten Händchen, haben denselben Metabolismuswert. Es sind halt noch zwei, oder? Ich habe eine etwas peinliche Frage, das hochkomplizierte... Wir müssen einen voten. Wir müssen eigentlich, ja. Weil jetzt ein Double-Kill geschieht, ist es vorbei. Ich bin... Wer hat dir gewotet? Wer hat dir gewotet? Ich hab geskippt. Ich hab zwei Juri gewotet. Uff, das war knapp. Alter. Ja, aber hat sie jetzt self-reported oder was? Wenn es jetzt mal... Ich war's nicht. Ich war nicht mal bei Medbay. Ja. Ihr fiesen Dreckschweine, ey. Nein! Matteo, ich wusste es, ey. Oh, das ist so schön, dass am Ende wir müssen wen voten. Ja, das war so krass, ey. Ich muss eine. Ja? Matteo hat mich getötet und Jan hat es zu 100% gesehen. Er ist auf ja. uns zugelaufen. Ja, aber guck doch mal. Ich bin gleich vorbeigelaufen, hat Matteo gesehen und ist mit Matteo zusammen weggelaufen. Ja, also das Geilste war... Und ich war 100% sicher, dass Jan es auch ist. Also das Geilste war... Warum bist du auf mich gegangen? Bei mir könnte es meistens auf Unfähigkeit schieben, tatsächlich. Ich bin so orientiert. Also Jan, das war das Allergeilste heute Abend, weil ich... Ich komme in Electrical aus einem Vent raus und du stehst direkt neben mir. Und ich gucke dich so an und du guckst mich so an und ich denke so, okay, das war's jetzt. Und dann ist so die Runde, alle besprechen das so. Und dann fragst du so, sag mal, Matteo, warst du mit mir in Electrical eingesperrt? Und ich sag so... Nee, ich war ja nicht eingesperrt, ich bin reingelaufen als... jemand rauskam und dann... Ja, ich habe mich so gefreut, dass Jan das vielleicht gesehen hat. Er sagt so, ja, Matteo war auch noch in der Leipzig. Stand da hinten im Raum. Perfekt einfach. Ey, das Frechste war, dass das Leon an der Kamera stand. Ja. Und ich dachte so, naja, Matteo ist ja auch noch hier, kann mir ja nichts passieren. Und dann killt mich Leon und Matteo geht einfach so arrogant weg. Nee, Matteo hat dich gekillt. Ich hab gekillt. Aber Matteo hat gekillt, du bist arrogant weg. Einer von euch beiden auf jeden Fall. Ich dachte, ich hab so gesehen, wie du reinkommst auf der Kamera und Matteo hinterher. Ich so, ja, okay, dann kann Matteo jetzt einen Kill machen. Mit beiden genau in einem Raum, ey. Stehen wir mal neben Jan. Ah, das war eine... Okay, das war geil. Komplett okay. Mann. Spielt ihr nicht weiter? Ich würde schon noch gern weiterspielen. Ich glaube, Jan und Eddie... Wir sind raus, wir müssen den Sendeplatz räumen hier jetzt. Ja. Aber Jungs, gerne wieder. Ja, hat großen Spaß gemacht. Ich bin sehr traurig. Ich muss ins Trainingslager. Also das hier, ja. Matteo aus dem Nichts, bin ich auffällig. Aber super gut. Ja. Hey, wir bleiben in Kontakt, ich schreibe euch mal, wir kriegen bestimmt noch eine Runde hin. Auf jeden Fall, bei 10 Uhr gerne wieder. Vielleicht mit dabei. Ja, sehr gerne, Mau. Ich verabschiede mich. Okay, dann macht's gut. Okay. Ciao, tschüss. Ciao, Eddie, ciao, Jan. Macht's gut, ciao. Danke fürs Mitspielen. So, dann sag ich jetzt hier auch mal...
Wir haben jetzt schon überzogen, ne? Die Kino-Plus-Leute warten, glaube ich, auch schon. Jan, da ist noch Potenzial nach oben, würde ich sagen. Ist sehr frustrierend. Ich fand es aber auch gemein, dass ich kein einziges Mal Imposter war. Ich will wenigstens lernen, wie hier diese komischen Vents und so funktionieren. Ich weiß das alles nicht. Also, das Spiel macht Spaß, aber ich glaube, wir müssen erstmal die Basics meistern, bevor wir hier mit diesen verlogenen Assis uns noch mal anlegen. Man muss es so deutlich sagen. Ich habe auch gemerkt, allein die haben ja schon so Wörter für, weiß ich nicht, Innos, für Innocence. Ja, ja. So, ne? Also da merkst du schon, wenn die so ihre eigenen Wörter benutzen, dass du, wir haben noch ein bisschen was aufzuholen. Hm. Aber es war ein bisschen blöd, dass die ersten vier Runden irgendwie dieser Bug war. Sonst wärst du vielleicht auch mal Mörder gewesen. Wer weiß, wer weiß. Aber man merkt auf jeden Fall, wer wahrscheinlich auch im Alltag einfach sehr viel lügt. Ne? Also bei manchen Leuten ist das ja so natürlich. Da ändert sich die Tonlage, nichts, nichts. War schon sehr interessant. Bei mir zum Beispiel. Also ich bin einfach eine ehrliche Haut. Absolut, absolut. Wenn ich Mörder wäre, würde ich es auch zugeben. Ja, du bist ja auch ein Einzelgänger, wirst dann früh erwischt auch häufig. Genau, ne? Also, aber so ist es. Ein ehrlicher Mörder gibt es auch nicht oft. Jan, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir machen das wieder auf jeden Fall. Und ihr schaut jetzt am besten einfach Kino Plus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.